So, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Name ist Jos Alfred, die meisten kennen mich schon. Es ist jetzt 19:36 Uhr, wir sind 30 Teilnehmer momentan. Der Mario Kinappel lässt sich vorerst entschuldigen, er ist noch in einem anderen Meeting drinnen. Rainer Pauli wird noch, kommt auch wahrscheinlich etwas später. Ich würde vorschlagen, wir können ja am Anfang heute mit den mit Fragen und Antworten beginnen, wenn jemand dabei ist, der da Fragen hat. Es sind zum Beispiel jetzt schon Fragen aufgetaucht, ob jemand schon ein DMT-haltiges Gans hergestellt hat. Ja, ich habe zwar darauf geantwortet, aber vielleicht können wir das eventuell noch erweitern. Wenn jemand eine Frage hat und der nicht in der Panelliste ist, der soll Raise Hand machen, also die Hand aufzeigen und den hole ich dann in die Panelliste, wo er dann sprechen kann. Der Micha hat es schon gemacht, Joe. Joe, könntest du den Miha mal in die Panelist holen? Ja, Mia, du wolltest was fragen. Das Mikrofon gehört dir. Hören? Wir haben mal ganz kurz was gehört. Versuch's nochmal bitte. Ja, einen Moment. Schon besser. Einen Moment, dass ich das lauter stelle. Sehr gut. Das war gut, Micha. So, ist jetzt besser. Hallo. Hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Okay. Ich heiße Micha Bogrinec. Ich komme aus Slowenien. Und verfolge die Kescher-Sache schon von August. Ich habe August angefangen und habe dann intensiv 6 Monate, habe ich gerade Zeit gehabt, habe ich 12 Stunden am Tag gearbeitet. Und ich habe alles vorbereitet mit Bildern und so. Jetzt werde ich das gleich fertig haben. Und dann möchte ich eine Präsentation machen. Ich habe ca. 60 verschiedene Gänse gemacht. Ich habe Magravs gebaut, einige Magravs, die ich selber die Konstellation gemacht habe. Jetzt bin ich gerade baue ich gerade diesen Generator, der in 100. Kirche-Workshop gezeigt wird. Und ich möchte fragen, wann ich das vielleicht vorstellen kann. Hallo, könnt ihr mich hören? Ja, wir können dich hören. Also von mir aus kannst du da gerne einen Termin aussuchen, wo wir uns das alle anschauen. Am besten vielleicht im Moment ist der Dienstagabend, weil da über keine öffentlichen Schulungen stattfinden und Okay, wir. können wir das nächsten Dienstag machen? Joe, was sagst du? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe, was der Mino gesagt hat, nicht ein einziges Wort verstanden, weil das ist ein ganz schreckliches Audio rübergekommen. Um was hat er eigentlich gesagt? Ich habe das nicht verstanden. Ist das Audio jetzt besser? Lass mich mal, ich habe es ganz gut gehört. Joe, dein Mikrofon ist gerade auch ein bisschen übersteuert.
Also der Micha hat gesagt, dass er seit August, wenn ich das richtig verstanden habe, die Cache-Sachen verfolgt, seit August letztem Jahr, sehr intensiv und sehr viel daran gearbeitet hat. Er hat 60 verschiedene Ganzsorten hergestellt und hat da eine Präsentation gemacht über die Zeit, hat Fotos gemacht und so weiter und es dokumentiert. Und die Präsentation ist bald fertig und er möchte die gern teilen mit uns. Ja, ich herzlich willkommen, ja, kannst du gerne machen, ja. Es ist so, ich habe jetzt verschiedene Präsentationen. Ich habe meine eigene Kostik-Methode entwickelt, die Kostik mache. Dann habe ich verschiedene Varianten ausprobiert, habe ich alles dokumentiert. Und so, ich kann lange sprechen darüber. Genau, und ich habe den Dienstagabend vorgeschlagen und Miha könnte nächste Woche das fertig haben. Ich könnte Ihnen so ungefähr am Samstag die Präsentation schicken. Und er könnte uns sogar das vorab am Samstag schon schicken, ja, wenn dich das interessiert, Joe. Oder Rainer oder Thomas oder wer auch immer, können wir alle haben. Feine Sache. Danke, Miha. Okay. Ja, danke schön, Rainer. Ja, bitte in Rainer beziehungsweise eventuell auch in Mario schicken, ja, weil ich auf Freitag selbst auf Fortbildung bin in Deutschland. Ja, die ziemlich wahrscheinlich ein bisschen Stress haben. Ja. Ich würde dich entweder auf Mario oder sonst auf den Trainer schicken. Ne? Tut mir leid, Joe, ich habe kein Wort verstanden. Also das war irgendwie, dein Mikrofon ist irgendwie übersteuert. Kannst du mich bitte zum Co-Host machen, dass ich da ein bisschen kontrollieren kann, dass es kein Echo gibt und so? Ja, selbstverständlich, ja. Danke dir. Also, wenn ich das mal übersetzen darf, der Joe hat darum gebeten, Micha, wenn du die Präsentation fertig hast, dass du sie an Rainer und Joe und an den Mario schicken mögest. Rainer, Joe und Mario, okay. David, ich habe gerade von den Viewers der Panelist gemeldet. Ich fällt mir ein deutsches Wort auf. Was sind das für komische Geräusche? Ja, ich glaube, ich mache mal dein Mikrofon so lange aus. David, also du bist an so einer Gruppe drin, die nennt sich, ich glaube irgendwie, Cash, Messia Cash mit C-A-S-H, bla bla bla. Und ich habe eine Nachricht von unserer Sicherheitsabteilung bekommen, dass ich ein bisschen aufpassen soll mit dir, weil du eben in dieser Gruppe bist. Vielleicht magst du da was zu sagen. Oh, das wusste ich gar nicht. Da muss ich mal gucken, Moment. Ja. Also das ist ja auch passiert mit anderen Gruppen, was weiß ich, Cache Victims und so weiter und so fort, dass da auf einmal Leute drin gelandet sind, die selber nicht davon wussten, dass sie in dieser Gruppe sind. Deshalb spreche ich dich ganz konkret drauf an. Finde ich gut. Ich habe auch letztens so eine blöde Nachricht bekommen. Da steht einfach, aber die habe ich schon mal bekommen, das ist schon länger her. Ja, das... der Cacher ein Lügner ist und was weiß ich. Ja, okay. Damit haben wir alle zu tun. Wir sind ja alle Lügner und Idioten, dass wir uns mit so einer idiotischen Technologie beschäftigen.
Rainer, könntest du den Gruppennamen mal in Chat schreiben? Ja, warte mal, lass mich mal gerade gucken. Ich muss das selber wieder suchen. Sekunde, ja? Wäre super, weil ich suche es jetzt auch gerade. Ja, also ich habe jetzt die Gruppe gerade hier in den Chat reingeschrieben. Könnt ihr euch mal angucken. Weitere Gruppen auch noch reingepostet, wo vermeintlich jede Menge Trolle bzw. Desinformationen sich herumtreiben. Ja. Es wäre vielleicht von Vorteil, wenn man sich von solchen Gruppen fern sollte, wenn man technische Clearings noch vor sich hat oder so. Ja. Also Joe, du musst da irgendwas machen mit deinem Mikrofon, das übersteuert völlig. Also ich habe kein Wort verstanden von dem, was du gesagt hast. Die Evelyn Lehrden ist auch drin, also das ist echt eine Frechheit. Das ist eine Fake-Gruppe, ja. Da muss man schauen, dass man sich entfernt davon. Ja, also es viele Leute, die nicht mal davon wissen, sind irgendwie Mitglieder von irgendwelchen Gruppen geworden. Also ich habe jetzt auch festgestellt, dass ich dank von Caroline Mitglied bei vielen Gruppen bin, wo ich mich nie angemeldet habe. Okay, das war aber in dem Sinne sicherlich eine gute Tat, weil sie wollte, dass ich da irgendwie Mitglied bin, aber wenn man Mitglied wird bei einer Gruppe, von der man nicht mal weiß, dass man Mitglied ist, und das ist eine Gruppe, die eben von der Sicherheitsabteilung der Cash Foundation überprüft wird als mögliche Trolle, dann ist das schon ziemlich blöd, wie in deinem Fall passiert, David. Wie heißt denn die Gruppe, Rainer? Die nennt sich, Moment, steht ein bisschen weiter oben. Der Link ist im Chat, Thomas. Alles klar, danke. Ja, die nennt sich irgendwie Messia Cash. Also Messia wie Messia, aber Cash mit C-A-S-H, also wie Geld verdienen. Ja, also irgendwie über den Link kann ich es irgendwie nicht finden. Also wenn ich den eingib, ist ein bisschen blöd hier. Habe ich kein Problem. Also ich hab direkt mit unserer Sicherheitsabteilung gesprochen und habe dich da sozusagen entlastet, weil ich gesagt habe, du bist regelmäßiger Teilnehmer an den deutschsprachigen Gruppen. Und mit Sicherheit hast du dich da... Vielleicht hast du dich bei dieser Gruppe eingetragen, um sozusagen einen Spion zu spielen, aber ganz sicher nicht, weil du deren Gedanken teilst. Kann man das irgendwie verhindern, dass jemand nicht Mitglied in Gruppen wird, wo er nicht will? Kann man das irgendwo verhindern? Wahrscheinlich schon, aber da frage ich dann eher an dich zurück, Thomas, ja, als IT-Security-Man, wie man das macht. Also ich beschäftige mich auch nicht so viel mit Facebook. Auch nicht. Ja. Ich bin auch überhaupt, erst seit Februar, ich hasse Facebook. Ja.
Es ist grundsätzlich möglich, dass jeder von meiner Freundesliste zum Beispiel, dass ich irgendjemanden zu einer Gruppe ungefragt hinzufüge. Aber derjenige, der bekommt immer eine Benachrichtigung, XY hat dich zur Gruppe YZ hinzugefügt. Ja. Aber ja, es kann immer wieder vorkommen, aber speziell aber wenn man viele Benachrichtigungen pro Tag hat, also bei mir kommen da am Tag da, sicher bei den 100 Benachrichtigungen rein und dass da so eine Meldung gelegentlich einmal untergehen kann, ist klar, das passiert mir auch immer wieder, dass mich immer wieder Leute ungefragt zu Gruppen hinzufügen, was ich persönlich ziemlich unhöflich finde, weil ich hätte auch nicht ungefragt oder irgendjemanden oder zu einer Gruppe dazu, obwohl ich eventuell zwar in die Zielgruppe der so einer Gruppe reinpassen würde, aber ja, das ist eigentlich in meinen Augen wäre das die Etikett, wenn man jemanden vorher fragt, ja, ob man Interesse hat oder da ist eine tolle Gruppe und so weiter. Ja. Also ist, bevor man jemanden da ungefragt zu einer Gruppe hinzufügt. Und ja, das kann immer wieder passieren, dass jemand da auch in einer sogenannten Trollgruppe drinnen ist, aber deswegen machen wir die einzelnen Leute darauf aufmerksam, ob das weil man kann ja anhand von der Teilnehmerliste kann man ja auch erkennen, ob man freiwillig einen Gruppenbeitritt gemacht hat oder selbstständig oder ob derjenige von jemandem hinzugefügt worden ist. Ja. Also und deswegen, wenn man sowas bemerkt und noch eventuell eine Security Clearance vor sich hat, ist es eventuell ratsam, dass man seine Gruppen regelmäßig überprüft, wo man überall drinnen. Alles klar, also ich bin jetzt raus aus der Gruppe. Ich habe ja noch 2-3 Leute gesehen, die da auch noch drinnen sitzen. Ja, wahrscheinlich sind die auch zugefügt worden. Keine Ahnung. Ja, informier die mal bitte, David, dass die wissen, dass sie da ohne ihr Wissen in so einer Gruppe drin sind. Ja, weil das sind auch Leute aus Amerika und die auch mit Cacher was zu tun haben. Und also zur Info, man kann die Seite blockieren in den Einstellungen unter Blockieren. Da kann man gewisse Seite blockieren. Ich denke mal, dass das ist. Ja, und hab so eine dafür muss man ja wissen, welche Seite man blockieren will. Und du kannst ja nicht generell alle Seiten blockieren. Also ich bin zum Beispiel zum Administrator von ganz, ganz vielen Seiten ernannt worden, ohne dass ich davon wusste. Ich krieg dann nur hinterher Nachricht, dass ich da irgendwelche Sachen abnicken soll, ob die okay sind oder nicht. Aber ich wusste nicht, also ich habe mich da nicht beworben, Administrator zu werden. Also wenn ich eine Gruppe eröffne, dann kann ich A, jeden zum Administrator machen, B, jeden in diese Gruppe integrieren, ohne dass der davon weiß, wenn er nicht täglich Facebook verfolgt. Ich glaube, der Dominik hat es da gut gemeint und hat jeden von uns in alle diese Gruppen mit als Administratoren rein. Ja, ich rede jetzt nicht vom Dominik, sondern ich rede, was weiß ich, von Michael Nashev oder anderen Leuten, also oder ich rede von der Cache Foundation Mexiko oder, also ich bin Administrator, keine Ahnung, bei 100 Seiten. Aber gut, lasst uns unsere Zeit nicht verschwenden mit weiteren Themen wie diesen. Lasst uns lieber drüber reden. Ich gebe dir den Vortritt. Du hattest, Richard, den Peter Mimit gefragt, wie aus alchemistischer Sicht die Seele definiert wird. Also geben wir dem Peter Mimit mal das Wort. Ja, grüß euch. Dankeschön. Ja, vielleicht was ganz Wichtiges vorweg. In der Alchemie, aus dem Selbstverständnis her, werden die Dinge nicht direkt so
definiert, wie man das so akademisch kennt. Also man bekommt eine Definition und da muss man sich dran halten und die Dinge quasi auswendig lernen und so sei das dann. Das heißt, es gibt einiges darüber zu sagen, um selber Erfahrung zu machen, um selber herauszufinden, wie die Dinge liegen. So kann man sich das eher vorstellen. Also es ist keine verkopfte Wissenschaft oder so, obwohl dieser Begriff Wissenschaft da ja drin ist, aber das ist was ganz anderes, als wir das heutzutage verstehen. Also nicht im Sinne einer akademischen Wissenschaft, die man an Unis lernen kann oder in Büchern lesen kann. Es gibt einen Begriff, der heißt Sulfur, und darunter wäre auch der Begriff Seele gefasst, wenn man das jetzt so ausdrücken mag. Und mir war beim letzten Mal wichtig, oder das, was ich wahrgenommen habe beim letzten 121. Teaching, war nochmal so, dass dieser Seelenaspekt, was jetzt zum Beispiel in vielen Teachings ja immer mal wieder vorkam, der Begriff Seele, was ist Seele? Das kann man, wie soll ich sagen, wie man das jetzt auch definieren mag. Ich finde, das fahren jetzt nochmal sehr stark im Vordergrund, dass die seelischen Aspekte und Technologie, was die Plasmaphysik betrifft, so nicht zu trennen sind. Ich denke, jeder soll jetzt erstmal den Begriff Seele für sich so ein bisschen definieren und versuchen hineinzuspüren, was das ist. Und dann versuchen zu verstehen, dass die Plasmaphysik oder das, was Plasma ist, also Cache-Plasma, das ist ja ein erweiterter Plasma-Begriff, nicht so sehr von dem mehr zu trennen ist, was wir vielleicht Seele und Geist nennen. Also, dass wir jetzt nicht eine Technologie haben, die rein materiell ausgerichtet ist, sondern dass wir jetzt in eine Möglichkeit einer Technologie oder in einer Wissenschaft oder Physik kommen, in denen diese Dinge mit integriert sind. Und das ist natürlich eine Domäne der Alchemie, weil da ist es so Usus, dass eben Geist und Seele mit einer Rolle spielen und auch dort drin verankert sind. Aber ich möchte jetzt gerade mit Absicht jetzt ein bisschen vermeiden, eine genauere Definition aus der Alchemie zu geben, damit wir nicht in dieses Schubladendenken kommen, sondern dass wir einfach eine Möglichkeit haben, viel freier in das einzutauchen, was der Cache Plasmaphysik nennt. Fantastisch. Ja, danke schön. vielleicht noch ganz kurz. Die Alchemie sieht viele Dinge noch viel differenzierter als jetzt in der Cache-Physik das der Fall ist. Und ich habe mich am Anfang, als ich mich mit der Cache-Physik befasst habe, also eben diese Oktober-November-Sache letzten Jahres, das war so der Auslöser, diese Rom-Konferenz und dann für mich auch zu schauen, was ist jetzt überhaupt Plasmaphysik, was versteht er drunter. Das hat mir so ein bisschen gezeigt, dass das auch, ist natürlich jetzt Interpretation von mir, aber dass jetzt genau das auch der Cache wahrscheinlich auch so meint und macht, dass er das für uns erstmal oder für die breite Masse, sagen wir es mal so, alles, die gesamte Plasmaphysik vereinfacht dargestellt hat, versucht hat, dass wir eben genauso anknüpfen können, ohne direkt, da ist jetzt jemand, der ist Professor und der sagt uns, wie alles zu sein und zu laufen hat, sondern dass wir selber eintauchen können und selber für uns erstmal definieren können, um was es geht, mit welchen Dingen hat es zu tun und dass wir jetzt sozusagen sukzessive, so Schritt für Schritt in die Dinge eintauchen, aber gleichzeitig mit der Praxis, also wir bauen die Dinge oder gehen die Bauschritte auch nur an. Man muss ja nicht direkt fertige Geräte haben, sondern begleiten mit der wirklich praktischen Anwendung der Plasmaphysik. Und sei es, dass wir es nur in unserer Umgebung erleben oder in Gruppen erleben, wo Leute dran arbeiten, dass wir dann begleitend damit da mehr eintauchen, mehr reingehen können und nicht so im Sinne einer verkopften, also ja dieses wirklich, was wir momentan an den Hochschulen und Schulen haben, dass da irgendeiner uns versucht zu erklären, wie die Welt sei. Ja? Und das geht gar nicht mehr. Wir müssen also schauen, dass wir das, was in uns liegt, ja
entwickeln im Sinne des Auswickelns. Ja? Auswickeln können, entwickeln, weil die Dinge liegen ja alle in uns. Und dadurch müssen wir einfach vermeiden, dass wir uns wieder nach außen richten und irgendwelche Lehrer suchen, die uns zeigen, wie die Dinge sein sollen oder wie sie angeblich sind, sondern was wir eigentlich brauchen, sind mehr einfach Coaches, die im Sinne der Zusammenarbeit, dass jemand, der schon Erfahrung hat, den anderen zeigt, was er für Erfahrung gemacht hat, worum es geht, sodass jeder selber die Dinge entwickeln kann. Hallo, hier spricht der Florian. Darf ich was sagen? Natürlich, Florian. Herzlich willkommen. Hi, grüß dich, Rainer. Freut mich, dich zu hören. Ja, man kennt mich nicht, aber du kennst mich. Ja. Das wird sich im Augenblick ändern. Danach kennen sie dich auch. Also Wir sprechen gerade mit Dr. Florian König. Florian, bitte. Hm? Lass alles weg, nur Florian, das reicht. Okay. Und Florian hat eine selbstgebaute Maggraph in seinem Auto mit fantastischen Ergebnissen, ist außerdem Erdbeben-Experte und ich wollte ihn schon wiederholte Male gewinnen als Lehrer für die privaten Teaching, dass er mal ein bisschen über seine Erfahrung in diesem Bereich was erzählt. Aber bisher hat er sich gescheut. Ja, heute hast du mich angesprochen, also bin ich heute mal dabei. Freut mich. Ich wollte ganz kurz noch was dazu sagen. Wie kommt man dazu, dass man sich einfach den ganzen Dingen öffnet? Und ich fand jetzt gerade die Hinweise um die Seele sehr spannend und auch interessant und wollte noch was zum Besten geben. Und zwar deswegen wollte ich was zum Besten geben, weil eine gewisse Idee, wenn ich Seele höre, wird das oft in die falsche Ecke vertan. Gerade von den Psychologen wird es in die falsche Ecke getan. Ich habe selber 3 Jahre Tiefenpsychologie in den 90ern in Theorie und Praxis gemacht, weil ich einfach wissen wollte, was man wie falsch unter anderem auch an seine Kinder weitergeben kann. Und auf der anderen Seite habe ich feststellen können, dass der Begriff Seele in der heutigen Zeit eigentlich vollkommen in die falsche Richtung läuft. Deswegen sind die Ansätze, ob nun Alchemie oder blöd gesagt Seele, auch im Sinne dessen, was nur Leute verstehen, die vielleicht mal sowas Merkwürdiges in ihren geistigen Dunstkreis aufgenommen haben, wie Nahtoderfahrungen oder Reinkarnation mal aufnehmen mögen, weil da beginnt nämlich die Seele, die eigentliche Seele aus meiner Sicht. Und zwar deswegen, weil das, was die Seele betrifft, nicht damit zu tun hat, wie unser Kopf funktioniert und wie unser, was auch immer, Verstand funktioniert, sondern das, was noch viel weiter drinnen existiert. Und das hat mit dem ein gewisser Pim van Lommel, ein Nahtodforscher aus Holland, würde sagen, das ist ein Endlosbewusstsein, was letztlich in uns schlummert. Und das haben solche Leute eben anscheinend, die dem Tod entsprungen sind, festgestellt. Es gibt aber auch noch ein anderes Buch, das habe ich per Zufall in die Finger bekommen. Und dem bin ich selber auch auf die Sprünge gekommen, weil wenn nämlich junge Kinder merkwürdigerweise sich an ein Vorleben erinnern bis zum ca. 10. Lebensjahr und man wissenschaftlich nachweisen kann, dass das nicht irgendein Traum war, sondern der Realität entspricht, dann wird es spannend. Und diese Beweise hat ein gewisser Jim B. Tucker mit seinem Kollegen eingefahren. Das Buch, was ich nur empfehlen kann, heißt Kinder erinnern sich. Nur so nebenbei mal. Und wenn man das dann hört und dann das zusammenpackt, was ich vor meinem kleinen Einwurf hier wahrnehmen durfte, ich glaube, das passt so super rein, dass eben diese feinstofflichen Dinge, wie sie auch Volkhammer zeigt, endlich, wie ich gerade hörte von meinem Vorredner, ja, das passt alles zusammen und da muss man nicht hochwissenschaftlich denken und irgendwas, sondern muss einfach nur reinspüren und das, was man reinspürt oder rausspürt, das überträgt sich dann und so ist es dann letztlich. Und da hat die Wissenschaft aus meiner Sicht nur dann was zu suchen für die Zukunft, wenn sie nicht Wissen verhindert. Das wollte ich mal zum Besten geben.
jetzt mache ich wieder Stopp und höre nur zu. Ja, Florian, ganz kurz, kann ich dir nur zustimmen. Also finde ich super. Danke für deinen Beitrag. Wir haben uns, glaube ich, eh bei der, wo haben wir uns gesehen? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, Wolfratshausen ist nicht weit weg von Germering. Ich sage es mal so nebenbei. Ich weiß, was du von dir gegeben hast. Ich habe deine Artikel auch in Raum und Zeit gelesen. Dankeschön. Ich habe jetzt kein Gesicht in Übereinstimmung, aber egal. Kommt mir jetzt woher. Aber ich mal kurz eure Kameras an, Jungs. Kameras, gut, dann probiere ich es mal, was meine Kamera hier von mir gibt. Gucken wir mal, Kamera hin, Kamera her. Das ist der Knopf unten links neben dem Mikrofon. Also ich kann es nicht, weil der Host hat es gestoppt, steht bei mir, wenn ich das anklicke. Da ist okay, so ein warte Pfeil. Mal, dann gucken wir mal, wie das geht, jetzt zu Kamera freischalten. Ja, man findet mich ja auch. Ich bin ja auch auf dieser German Cache Group im Facebook vertreten. Da sieht man meinen Konterfei auch. Also das wäre jetzt kein Problem. Ich bin gespannt, wo ich jetzt die Kamera aktivieren kann. Ich habe es ja mal eingesteckt. Ja, ein Bild sehen wir schon. Ist da bei mir was? Nee, aber ich sehe jetzt da auch irgendwas. Ah ja, genau. Ja, klar. Nur, das Gesicht kenne ich nur allzu gut. Aber das beruht vielleicht nur auf Einseitigkeit und nicht auf Zweiseitigkeit. So, jetzt schauen wir mal. Wo kriege ich die Kamera an? Also, das beruht ganz auf Gegenseitigkeit, Florian. Das ist ein schönes Gesicht. Siehst du mich? Nee. Wir sehen ja nur dein Foto. Ach, jetzt habe ich es. Den Peter Mehmet können wir sehen. Wenn Peter, du musst was sagen. Oh, so, jetzt kommt irgendwas. Jetzt, ja. Ich habe gequatscht, okay. Da war das Mikro also gemutet. So, jetzt habe ich dich mit Hallöchen. Der Sonne befasst. Jetzt halte ich mal ganz langsam meine Hand hier so rein und winke. Ja. Hi. Aha. Hallöchen. Ja, erinnern kann ich mich gar nicht, aber macht nichts. Hab ich mal gesehen. Egal, macht ja auch nichts. Nee, also ich fand es klasse, weil genau das sind jetzt so die Ansätze, wo man sagen muss, es geht jetzt gerade auch mit der Plasmaphysik um oder in Bereiche, die eben nicht im abfälligen Sinne esoterisch sind, sondern ganz konkret sind. Also da kenne ich natürlich aus der Alchemie einiges, was man da sogar differenziert zu sagen kann, aber ich möchte es jetzt nicht hier tun, weil das wird einfach zu lang werden, dann würde ich auch einfach zu viel Raum jetzt hier einnehmen. Nur das zur Info, dass einfach diese Bereiche, in die wir jetzt eintauchen, die für uns neu sind, eigentlich auch schon in der Menschheitsgeschichte bekannt waren. Es gab schon Hochkulturen mit Technologien in dieser Richtung. Es ist sehr viel Wissen noch in uns, sage ich jetzt mal so, was wir einfach wiederentdecken können und auch sollten. Und das ist mir so der Rahmen, in dem das jetzt, also weil, wenn Cash auch jetzt sagt, wenn diese Spaceship-Sache und so läuft, dass wir uns auf etwas gefasst machen können im positiven Sinne, dass wir neue Dinge entdecken werden, das wird eben genau in diese Bereiche gehen. Also das Plasma hat dann damit zu tun, dass wir eben auch in dem Bereich gehen, der früher immer so als Esoterik abgetan wurde, obwohl es ja ein schönes Wort ist, Esoterik für inneres Wissen. Nur das so ein bisschen so dahingehend, ja. Also ich habe absolut kein Problem mit dem Begriff Esoterik aus dem einfachen Grund, weil aus der Esoterik, wie du ja genauso weißt wie ich, das neue Wissen entstanden ist. Bloß es gibt einige Leute, die Esoterik mit Charlatanerie verwechseln und dann hauen sie es in einen Topf rein. Und dann hört sich der Spaß für mich auf, weil all das neue Wissen, wie es auch immer entstanden ist, ist aus, in Anführungsstrichen, der Esoterik entstanden. Und dann braucht man gar nicht großartig weiterreden. Deswegen dein Hinweis auch jetzt wiederum, als ob da, ich hätte fast gesagt, ein Gleichgesinnter mal wieder spricht. Ich habe zu Hause hier, ich könnte die Kamera schwenken, seit meiner Studentenzeit ein von meinem Bruder aufgetragenes Hobby. Und das heißt, damit hat es begonnen, der 12. Planet, Zecharia Sitchin, sagt er sicherlich was. Und wenn man dann alle anderen sonstigen Bücher und Hinweise und ich weiß nicht was
die man sich mal aneignen konnte, aber das ist eine Vielzahl von ja, nicht nur Büchern, sondern Dokumenten, die zusammengetragen wurden, mal benennt, ob das nun irgendwelche Dogonen sind in Afrika, die von irgendeinem Spiralnebel berichten, von einem Holländer oder irgendwelche interstellaren Dinge berichtet werden, bis hin zur Wiederentdeckung von Hubble hinsichtlich des äußersten Planeten in unserem Sonnensystem, welcher wieder mal aberkannt wurde als Planet. Genau genommen ist es eine sinnlose Haarspalterei, worüber man nur grinsen kann, so wie du gerade. Also wir können uns da schön rauf und runter drehen im Kreis. Ich denke, so wie du das auch handhabst und auch meine Wenigkeit, es geht nicht darum, dass wir irgendjemanden zu nahe treten oder Probleme schaffen wollen für irgendwelche Klientel, sondern es geht um proaktives, positives Denken, glaube ich, einfach und voranschreiten in eine Richtung, die zukunftsgerecht ist. Und die Leute, die meinen, sie können damit nicht zurechtkommen, das sind meistens jene, die vielleicht aus Neid und Missgunst oder aus irgendwelchen anderen Ebenen her sich falsch dem gegenüberstellen oder nicht produktiv einfach. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Lieber Rainer, du hast ja gesagt, ich habe da schon so ein paar komische Cashlinge verbrochen. Sage ich auch noch gerne was dazu, wenn es gewünscht ist. Also meine Entwicklungen, die ich seit Oktober gefahren habe. Nebst dem, es hat an einem Lagerfeuer begonnen. Da habe ich meine ersten Kotereien betrieben. Aber wenn es gewünscht ist, gebe ich gerne noch was zum Besten. Ja oder nein? Florian, was meinst du, warum ich dich eingeladen habe? Damit du hier still zuhörst? Ja, na gut. Dann gebe ich noch was von mir, wenn es allgemein erwünscht ist. Von dir nehme ich es gerne an. Natürlich auch so gerne. Ne? Soll ich? Gut. Bitte, bitte. Dann bin ich gerne noch ein bisschen weitschweifender, weil ich möchte jetzt nicht irgendwo jemanden die Redezeit wegnehmen. Ja, sagen wir es mal so. Rainer, du kennst ja meine Ausführungen um meinen sogenannten Renault. Das ist ja nach dem Abgasskandal eigentlich eine Dreckschleuder mit sechsfach höheren Werten, insbesondere was die Hussereien angeht. Und dazu komme ich gleich. Ich habe also meinem werten Renault Megane ein paar Spulen reingesetzt. Damit ging es los, wie ich also Feuer gekotet habe, nach Vorgaben von einem gewissen Herrn Saarlocher, der ja nicht ganz unbekannt ist hier, wie ich das so immer wieder mitkriege. Lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann eben im Oktober ging die Sache los. Ende November habe ich schon gemerkt, dass mein Auto irgendwie anders zieht oder reagiert, ganz merkwürdige Dinge von sich gibt, was die Fahrqualität angeht. Ich habe dann gemerkt, erst einmal so ein A-B-Vergleich mit Anklemmen und wieder abmachen, das ist Quatsch. Dann bin ich weitergefahren, habe auch ein paar neue Sachen dazu gebaut. Einfach so, weil ich mir gedacht habe, das kann es nicht gewesen sein und ich traue dem Frieden noch nicht. Wie immer, die Skepsis ist da, aber die Offenheit, das hat mir auch irgendwo mein Vater gelehrt, der an der Uni München war. Und aus diesem Grund habe ich halt einfach weitergemacht. Ein paar andere Spulen gewickelt, habe dann ein bisschen was dazu gedichtet, sodass dann irgendwann in Richtung Ende Februar ein Phänomen aufgetaucht ist, wo ich mal wieder meine Teststrecke gefahren bin. Das ist so eine Sache, die man einfach auch brauchen sollte, dürfte, wenn man wirklich Sinnvolles von sich geben möchte, nicht irgendwo fahren und messen und denken, man verbraucht weniger als früher, sondern man braucht einfach von Anbeginn eine Teststrecke und die muss vergleichbar sein mit warm gelaufenem Motor, mit einer gleichbleibenden Geschwindigkeit, mit nicht mehr Gepäck plötzlich drinnen und so weiter und so fort. Ich mache das immer mit 90 Tempomat. Dann schaue ich auf die Momentananzeige und guck mal, was am Minimalwert angezeigt wird. Und das war so eine Grundidee, die ist sehr erfolgreich gewesen für diese 5 Kilometer Teststrecke hier zwischen Germering und dem Industriepark von Greiling drüben. Und da kann man durch den Wald fahren und ist eigentlich relativ ungestört und weiß, was Sache ist.
Das war so immer die kurzzeitige Teststrecke, wenn ich einfach nach ein paar Wochen mal wieder wissen wollte, nu, tut sich was. Was ergab sich? Ich sag's mal in Zahlen. Ich habe erstmal so 4,1 Liter Verbrauch gehabt. Seit Jahren rumexperimentiert mit irgendwelchen Magneten, mit irgendwelchen Fuel-Selvern und mit allem möglichen Zeug, Power Plus, was da oder dort was bringt. Bei manchen Mitteln musste ich dann meinen Dieselfilter praktisch erneuern, weil der zugesulzt wurde, insbesondere über den Winter. Also manche Sachen haben vielleicht ein bisschen was gebracht und dann, wenn ich sie weggelassen habe, ist das wieder zusammengebrochen. Nun gut, also mehr als 10% ging nicht. Wie gesagt, Ende Februar, nächste längere Testfahrt, immer wieder mal eingelegt gehabt, geschaut, ob sich das Ergebnis wiederholt. Dann war ich bei 3,6 Litern Diesel im Übrigen. 114, 170 Kubikmaschinen, also relativ wenig PS, wie man so schön sagt. Ja, dann irgendwo bin ich längere Strecke gefahren, kam dann wieder zurück und dann habe ich gemerkt, seltsam, jetzt tut sich wieder was. Und das hat nicht lange gedauert. Dann im März habe ich plötzlich nur noch 3,1 Liter auf 100 verbraucht. Also es ging dann plötzlich Schlag auf Schlag und bin auch zudem noch, Rainer, du weißt, das Dokument habe ich erstmal nur für mich gehalten, zum Dekra hier in Germering gefahren und habe den Leuten gesagt, so jetzt mess doch mal bitte, was da hinten rauskommt. Sprich Rußwert, sprich Trübung. Und meiner müsste so zwischen 0,2 und 0,3 Trübung haben. Das ist so auch bei den anderen Konkurrenzmodellen, kann man ja bei VW und Audi und Mercedes das gleiche Spielchen ja auch machen. Es soll ja keine Schleichwerbung sein. Ich habe ja eher jetzt Negativwerbung betrieben. Ja, dann das Ergebnis, um es kurz zu machen, nicht 0,2, auch nicht 0,1, sondern 0,01 Trübungswert. Das heißt, ich wusste auch schon, der hat einfach keinen Geruch mehr hinten rausgelassen, so wie der typische, ja, nach dem neuesten Standard mit grüner Plakette Diesel, der dann hinten so noch ein bisschen merkwürdig riecht, aber man merkt, naja, das ist ein Diesel. Andere Leute haben dann gemeint, naja, dein Auto riecht so nach einer Gemüsebrühe oder irgend sowas. Ich muss auch noch gestehen, ich habe noch ein paar andere Dinge in meinem Auto drinnen. Nämlich die mit mir eher noch zu tun haben. Das sind so merkwürdige Teile, die wie Hohlraumresonatoren aus Kupfer, geschichtet mit Quarzen und Kupfer und Eisen oder Zink, eine Resonanzbedingung aufbauen und gegenkoppeln mit Magnetfeldern und Strahlenquellen. Und das habe ich seit geraumer Zeit auch drinnen, wie auch immer. Spielt keine Rolle. Mir geht es um das Maximum, so wenig wie möglich Dreck in die Luft zu blasen und so hoch wie möglich einen Wirkungsgrad zu erzeugen. Man kann sich vorstellen, dass ich natürlich alles Mögliche weitere geliefert habe. Ich habe auf meiner Webseite auch einen Film veröffentlicht von meinem letzten Vortrag vom 18. Juni in Zürich bei dem Schneiderschen Heiler-Kongress. Dort habe ich auch die Dinge um Cache gegen Ende benannt. Nebst den Rohren, die Elektrosmog neutralisieren. Dort zeigte ich diese ganzen Anordnungen. Ich habe nämlich inzwischen im Kofferraum, in der Fahrzeugzelle und vorne an der Batterie drei Magravs laufen, unterschiedliche Ausfertigungen, also diese Spulen, DC-Ausfertigung, aber da kommt dann noch einiges dazu. Es sind nicht nur diese, ich sag mal, 2x2 Kupferspulen, aller Magraf-Spulen, sondern da kommen dann noch ja so Caps dazu. Dann habe ich eine Eigenkreation einer hyperbolischen Tornado-Spule entwickelt mit mehreren Wicklungen, die also doppel- und vierfach gewickelt sind. Habe mir vor 15 Jahren mal so ein Ding aus Holz drehen lassen und dann kann man mit mühsamer Handarbeit sich so Kupfer Windungen draufsetzen, weil ich fasziniert schon immer war von sogenannten Tornados und Hurricanes, wo die nämlich ihre Energie hernehmen, Fragezeichen, Hofzeichen, so nebenbei mal gesagt. Deswegen habe ich diese Caps ersetzt, also Kondensatoren,
oder ergänzt mit dem Margraf und sowas hängt bei mir in meinem Auto drin. So, finale Emilia, wie es so schön heißt. Ich möchte noch kurz abschließen die Sache, was ist denn jetzt passiert, nachdem ich von meinem Urlaub über 2.100-200 Kilometer zurückkam. Da habe ich diese Anlage einfach mal drinnen gelassen, habe nichts verändert, kam zurück und habe mich schon gewundert, dass ich trotz etwas schnelleren Fahrens einen Durchschnittsverbrauch über die ganze Tour hatte, der also mich schon fast erschrocken hatte. Denn normalerweise diese Estensi Italien Tour habe ich mit einem Verbrauch von ungefähr, naja, jetzt kurz nach Ostern waren es leicht reduziert, hätte Zufall sein können, nicht gut 6, irgendwas Liter, 6,1, sondern bei 5,8 und ich kam mit 5,2 zurück. Nur so nebenbei mal. Bin aber auch ziemlich zügig gefahren, habe also nicht gerade Rücksicht auf den Motor und dergleichen genommen. Und dann bin ich wieder auf meine Teststrecke gefahren und siehe da, bei 90 Kilometer, und das ist kein Scherz, ich habe es per Movie festgehalten, weil so manch einer mir nicht glaubt. Das geht bis hin zu meinen Kids, die auch noch immer denken, dass ich irgendwelchen Quatsch von mir gebe. Es sind 2,4 Liter, 90. Ne? Also jetzt kann man mal hochrechnen, früher 4 Liter ungefähr und jetzt bin ich auf 2,4 unten. Das sagt mir aus, das ist noch nicht die Endstation und es wird vielleicht noch weiter runtergehen. Der Wirkungsgrad von dem Dieselmotor ist offensichtlich bei mindestens 40%. Also würde sagen, das ist nicht schlecht. Dann auf dem Balkon habe ich eine Solaranlage. Da habe ich mir gedacht, das muss ich auch machen. Wie das der Saarlocher sagt, dass vielleicht nachts ein bisschen Strom daherkommt. In der Tat, er kommt. Ja, am Türeingangsbereich bei mir in der Wohnung ist seit Wochen so ein Magraf aktiv. Habe so ein paar Steckdosen-Kits noch reingeschmissen mit gekoteten Spulen, sodass hier die Wohnung gut verseucht ist. Ich habe gar kein Interesse, das nachzuprüfen, wie viel ich jetzt weniger verbrauche, weil ich der Meinung bin, es funktioniert ja eh. Das ist so meine persönliche Meinung. Ich habe das mit vielen anderen Leuten schon ausgetauscht, die mit mir zu tun haben. Es gibt auch im Raum München einen Pitz, der sehr aktiv ist. Eine Gruppe von knapp 30 Leuten mit Cache-Manövern überzeugt hat. Die machen jetzt alles Mögliche. Gibt wieder einen Workshop kommenden Montag. Also der ist richtig gut drauf, macht mit irgendeinem Q6 derzeit rum und das ist sozusagen das Kondensationskernchen im Raum Westen von München, der diese Sachen auch anbringt, weil er ein bisschen mehr Zeit hat. Ich muss momentan schauen, dass ich meine neuen Dinge um diese E-Smoke-Neutralisierung einfach unterbringe. Aber ich wollte das hier heute einfach mal zum Besten geben und wer also diese Dekra Geschichte sehen will, der braucht eigentlich bloß ja mal auf meine Webseite gucken. So, jetzt reicht's. Jetzt will ich die Zeit nicht mehr länger beanspruchen, aber ich glaube, das wolltest du hören, Rainer. Stimmt's? Oder war es jetzt eher zu viel? Das wollte ich hören und vielen Dank, dass du zu uns gestoßen bist und deine Erfahrung mitgeteilt hast. Ich weiß nicht, ob du den Thomas Lorenz kennst. Also wir waren zusammen auf verschiedenen Seminaren, also zumindest auf dem ersten Seminar von den Schneiders waren Thomas und ich zusammen, weil Thomas ist derjenige, der wirklich kleinlichst jeden einzelnen Kilometer, den er fährt mit seinem Auto, misst. Und Thomas, vielleicht magst du was sagen. Ja, ich kann was dazu sagen. Also mein Spritverbrauch ist jetzt bei, ich habe es gerade heute, ich weiß nicht, ob es an den Temperaturen liegt, ich habe das mit einer GoPro auch gefilmt, und zwar über die ganze Strecke, das ganze Cockpit, habe ich bei 80 km/h auch 2,4 oder 2,6 Liter gehabt, konstant. Und ich habe bei Fahrten, wenn ich zum Beispiel Vollgas gebe, das ist immer das Interessante, das bestätigt sich ja, was der Florian sagt, wenn man einfach mal schnell fährt, eine Zeit lang, man geht dann mit der Geschwindigkeit runter und macht dann seine Teststrecke, ich fahre auch gern 80, 90, 100 mit Tempomat, ich gucke immer permanent drauf, ich dokumentiere das auch
und bin schon auch bei Steigungen, habe ich schon Effekte gehabt, ich weiß nicht, ob der Florian auch gehabt hat, ich bin vielleicht 20, 30 Sekunden bergauf gefahren, hatte 0,0. Ich habe jetzt gedacht, das Messinstrument ist kaputt. Aber die Balkendiagramme haben es nicht ausgesagt. Ich habe so eine App drin, wo man immer sieht, was man von Minute zu Minute verbraucht hat. Die kann ich gar nicht manipulieren. Und ich habe im Moment einen Durchschnittsverbrauch, und zwar mit Stadtverkehr, mit Stop and Go, mit Baustellen, mit Autobahn, also alles gemischte Fahrweise, zwischen 3,8 und 4,2 Liter, je nachdem, ob ich noch Klimaanlage zuschalte oder ob ich dann 50 Kilometer Stau habe. Also ich habe bei 50 Kilometer Stau oder 80 Kilometer Stau einen Durchschnittsverbrauch von 4,0 gehabt vor 3 Monaten. Ja, da kann ich gerne drauf antworten. Solche Phänomene haben mich auch schon überrascht, wie wenn da irgendwo aus heiterem Himmel plötzlich so ein, ich sag jetzt mal, Plasmaschub reingeht in die Kiste. Und zwar geht das sogar so weit, ich weiß nicht, was mit meinem Auto los ist, dann, wenn ich die 198 auf ebenerdiger Strecke bekomme, also sprich nochmal meinen Bleifuß reinhalte. Wir haben ja Gott sei Dank im Norden von München ein relativ flaches Gelände. Dort kann man das gut austesten auf den Autobahnen. Wenn ich dann da meinen Bleifuß reinsetze und ich bin bei 195,96 und trete noch rein, dann gibt es ein Phänomen, dass das Auto plötzlich auf 198, obwohl es nur maximal 190 fahren dürfte, beschleunigt und plötzlich dann wieder so zusammenbricht und auf 194 runtergeht. Also wie so ein, ich hätte fast gesagt, so ein Husten oder so ein Übersteuern oder keine Ahnung, hätte ich eher fast wie eine Art so ein Speed-up benannt. Und auf der anderen Seite die Sache, dass man ab und zu mal schneller fährt oder wenn der Motor warm ist und dann mal kurz mit Vollgas fährt und danach eben zivilisiert, dann ist es in der Tat so, dass die Maschine wahrscheinlich auch von der Benzinmischung oder in dem Fall Dieselmischung sinnvoller arbeitet. Das kann jeder, der wahrscheinlich noch mehr Ahnung hat, besser bestätigen. Aber auf der anderen Seite ist es dann so erstaunlich, dass das Gerät einfach so unglaublich sparsam arbeitet und ja dementsprechend den Dekra hier in Germeringen geschockt hat. Der hat mich wortwörtlich gefragt, was haben Sie denn da angestellt? Und da habe ich gesagt, ja, Cache. Ja, ich habe hier auch mal eine Messung bekommen, aber leider nicht ausgedruckt, und zwar der sogenannte K-Wert. Sagt euch das was? Dieser Rußpartikelwert oder was muss es sein? Und da war hier wirklich... Das ist die Trübung. Das war ein fantastischer Wert, ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf, aber die haben nur den Kopf geschüttelt, haben gesagt, das Gerät ist kaputt, das wahrscheinlich muss es rekalibriert werden oder sowas. Ja, bei mir waren das die besagten 0,01, wenn es 0,0 gewesen wäre, 0,00 genau gesagt, das wäre natürlich dann eher so gewesen, dass der mir keine Unterschrift hingelassen hat. Also ich habe das Dokument schwarz auf weiß und schön in blau unterschrieben. Der Effekt, wenn man wirklich Vollgas gibt, das habe ich jetzt schon ein paar Mal ausprobiert, wirklich Vollgas gegeben, 240, 250, sogar bergauf. Und ich sehe meinen momentanen Verbrauchszähler, der Durchflusszähler, nenne ich das mal. Dann fängt er an von 19,2, geht in Sekundentakt runter bis 14,3. Und dann dauert es vielleicht, wenn ich 20 oder 30 Kilometer die Geschwindigkeit halte, geht er runter bis auf 10,9 Liter. Habe ich ausprobiert auf der Strecke Richtung Freiburg. Da ist ja auch so ein bisschen, geht's hoch und runter. Aber in dem Fall ging es wirklich halt eine Zeit lang hoch. Und da habe ich das ausprobiert. Und das habe ich auch diese Woche nochmal ausprobiert, gestern bis 240. Und bin ich leider abgebremst worden. Das könnt ihr ja sehen auf meiner Facebook-Seite. Ich habe das veröffentlicht. Und zwar das Cockpit-Video. Das könnt ihr unter dem normale Video, könnt ihr das sehen, was ich vom Anfang Juli gepostet habe. Und da könnt ihr deutlich sehen, wie das nach unten geht. Also ich habe es nur bis 14,3 Liter geschafft. Das ist schon ein fantastischer Wert bei der Geschwindigkeit. Der wäre aber, wenn ich weiterfahren hätte können, sicherlich auf 10 wieder runter. Aber ich mach noch ein Video von meinem Cockpit, wenn ich dazu komme, vielleicht am Wochenende. Dann werde ich einfach mal voll tanke, bis zum Kragen voll. Ich werde direkt an der Autobahntankstelle tanke, was ich normal nicht mache. Werde draufgehen, werde Vollgas durchtreten und dann werde ich zurückfahren, dasselbe wieder mit tanke und dann einfach mal ausleeren.
Ja, kann ich insofern vieles bestätigen. Das zeigt auch, dass da eine gewisse Verwandtschaft existiert, auch wenn meine Kiste eher etwas weniger, ich sag mal, motorisiert ist. Aber wir kommen da auf ähnliche Effekte. Mir fällt aber noch was Wichtiges ein, was ich noch in die Landschaft setzen möchte hiermit, sofern es doch einige hoffentlich mitbekommen. Und zwar habe ich praktisch rückgekoppelte selbst, es war so eine Idee von mir, sich selbst rückkoppelnde Spulen gedreht oder handgewickelt, wo praktisch am anderen Ende der Draht wieder durchgeht und innen wieder zurückgeführt wird. Und dann macht man mehrere Lagen von dem Ganzen. Und dann habe ich eine Mischung aus CO2-Ganzpaste mit Titanganz, weil mir kam die Idee irgendwann, dass Titanganz, also wie so eine Paste, Titan hat für mich so subjektiv oder empfindungsmäßig, instinktiv einfach eine, ja, hat was Sauberes. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe einfach die Idee gehabt, ich muss das mischen, habe das reingebatzelt, getränkt, dann trocknen lassen mehrfach und immer wieder hinterhergeschoben, dass das also richtig komplett dieses System, was also hinten im Kofferraum drin sitzt, neben einer normalen Magraf-Spule und dergleichen, da ist also eine ganze Menge verrücktes Zeug zu sehen. Ist im Übrigen auch zu sehen auf dem Movie, Vortragsmovie vom 18.06. Jedenfalls, ich glaube so ein bisschen, dass das nicht so schlecht ist. Also die Idee, dass man so eine Spule oder was auch immer mit allen möglichen Ganzpasten umgarnt, ist sicherlich gut, aber vielleicht ist es in der Tat, ich hatte so ein Bauchgefühl, ich kann es nicht anders sagen, ist es dieses Titanzeug, Titanoxid als Basismaterial. Und wenn man das eben anmischt, kommt man da, glaube ich, ziemlich weit. Das wollte ich noch kurz sagen. Und noch so ein Ding, so eine komische Spule habe ich in den Tank versenkt mit so einem Stück Nylonfaden und da baumelt es rum, weil ich so das Gefühl hatte, das ist auch nicht schlecht. Und ich kann noch was dazu sagen. Ich habe einen der fähigsten Routengänger und Pendelspezialisten nicht weit von mir und der hat sich diese ganzen Dinger mal angeguckt und ich habe dem nichts gesagt. Und wer sich mit Bovis-Einheiten auskennt, diese, sagen wir mal, Health Pens, weil das auch gerade so schön passt mit diesem stiftartigen Ding, was ich in den Tank versenkt habe. Diese Dinger, die ich da gebastelt habe, die haben, also Bovis hat ja so, es beginnt positiv zu werden, ich glaube bei gut 6000. Diese Dinger haben nach Aussage von diesem Routengänger Pendelmenschen eine Frequenz, die kann er abtasten und der ist richtig gut. Wir haben das schon gegengecheckt. Das ist nicht irgend so ein Geisteskranker, der meint, er kann es, sondern der kann es wirklich. Der hat eine Frequenz im Infrarotbereich herausbekommen von dem Zeug. Und die Bovis-Einheiten sollen so, sagen wir mal, zwischen 14.000 und 20.000 liegen, hochenergetisch positiv. Das wollte ich auch noch dazu sagen. Also wer auf solche Sachen was hält oder mitdenken kann, ich kann dazu sagen, ich bin ein bisschen beeinflusst, weil es gab einen Altvorderen, der sich mit seinem Büchlein Unsichtbare Umwelt auch um den Wünschelruten-Effekt gekümmert hat. Deswegen ja, habe ich so ein seltsames Mischmasch-Zeug, Vokabular, dass ich eigentlich erstmal auf alle Informationen höre und mir dann meine Meinung bilde und nicht alles verneine und dicht mache. Das sollte man, wenn man mit neuen Technologien oder Sachen zu tun hat, vielleicht auch mal zulassen, weil es gibt Leute, die erstmal was wegnegieren oder verhindern. Habe ich vorhin schon mal so angedeutet und das finde ich sehr schade. Und es zeigt letztlich, dass solche Leute nur Angst davor haben. Das wollte ich noch zum Besten geben. Ich hätte noch eine Frage, Florian, ganz kurz. Die 2,4 oder 2,6 Liter, hast du die jetzt immer noch oder hast du die nur auf der kurzen Teststrecke gehabt?
Also diese 2,4 Liter minimalste momentan Anzeige als solches, die ist momentan stabil, insofern stabil, dass sie hin und wieder auftritt. Ach, da kommt mir noch was. Ich habe so das Gefühl oder eine, ja, ich weiß nicht, eine Beobachtung vielleicht auch. Das ist eher fast Instinkt, Gefühl ist was anderes, wenn man es jetzt mal dezidiert sieht. Möglicherweise hat das was mit Mondphasen zu tun. Habe ich, glaube ich, auch schon irgendwo mal was gehört. Also es gibt verschiedene Dinge. Da gab es auch einen Herrn Professor Konstantin Meil, der ja auch mit den Neutrinos herummacht. Der hat das ja auch postuliert, dass da die Mondphasen mit irgendwelchen Skalarwellen und Neutrinos zusammenhängen. Ich bin der Meinung, ob man das jetzt Plasma tauft, ob man es Hyperschall tauft, ob man das Tachyonenenergie tauft, ob man es, ich weiß nicht was, tauft, in welcher Richtung auch immer, spielt gar keine Rolle. Das, was da existiert, in welcher Ausfertigung oder Reaktionsform, in Klammern homöopathischer Feinstofflichkeit oder dergleichen, ist eigentlich egal. Es existiert nun mal. Und wenn dann solche Fakten zusammengetragen werden, dann ist es fast schon bitter notwendig, um einfach den Sinngehalt und die Qualität dessen, was da möglich ist, einfach mal unter Beweis zu stellen. Rainer, du weißt, ich mache derzeit Zellversuche an humanen Zellkulturen mit diesen komischen Rohren, die ja auch schon wissenschaftlich nachweisbar genau diesen Effekt gezeigt haben. Vielleicht ist es der nächste Schritt, um da auch mal endgültig die letzten Skeptiker vom Boot zu holen, weil ja, was funktioniert, funktioniert nun mal. Florian, ganz kurz eine Frage. Hast du ein paar Milliliter Gans auch immer im Tank gehabt? Das, ja, also ich habe Getrocknetes und auch so, ich habe alles Mögliche mal reingeschüttet. Ich bin Alchemist, aber ich weiß nicht so viel wie du darüber Bescheid. Ich sag mal, ich bin eher ein verrückter Alchemist. Also ich habe bei mir 200 Milliliter CO2-Wasser habe ich reingeschmissen. Also insgesamt, also immer einmal 15, dann mal 30, 50 und einmal 80 hatte ich rein. Und danach nicht mehr. Weil ich ob das dann noch drin bleibt oder ob das mit verbrannt wird. Ich habe keine Ahnung. Also es geht auch ohne. Es ist nur so, dass einfach, wenn man jetzt Aussagen trifft, einfach um einen Vergleich zu haben, wenn man jetzt weiß, jedes Mal ist ein bisschen was im Tank, weil das ganz da drin, das führt dazu, dass der Materiezustand des Treibstoffes leichter sozusagen in diese Plasmaebene verschoben werden kann. Und dann sind einfach die Abgleiche, wenn man jetzt verschiedene Systeme miteinander vergleicht, also Unterschiede, eventuell leichter zu erklären, wenn man weiß, war jetzt was drin oder war jetzt was nicht drin. Deshalb meine Frage. Kurz noch zur Skalarsache von Meil und Mond und so, das kann man aus der Alchemie auch bestätigen. Wenn man jetzt versucht abzugleichen, was ist jetzt freies Plasma im Vergleich zu den Dingen in der Alchemie, aber man weiß halt in der Alchemie, dass in der Atmosphäre, also beispielsweise beim Tau, der Tau spielt eine ganz wichtige Rolle bei manchen alchemistischen Verfahren, in dieser Mondphase, wenn der Mond zunimmt und bis zum Vollmond und während des Vollmonds, würde ich jetzt im übertragenen Sinne sagen, haben wir mehr freies Plasma in der Atmosphäre als sonst. Aber die Jahreszeiten spielen eine Rolle, die Planeten spielen natürlich auch alle eine Rolle, da gibt es auch Nachweise, dass beispielsweise eben Metallsalze sich in der Chemie anders verhalten, je nach Planetenstand. Also diese ganzen Untersuchungen, die gibt es ja auch alle schon, die das zeigen. So viel zum Thema Skeptiker, weil die Skeptiker, die wirklich Skeptiker sind, die lassen sich auch von Beweisen nicht überzeugen. Und was ich noch kurz anführen sollte, was vielleicht den einen oder anderen interessiert, ich hatte im letzten Kurs einen Hyperschall-Experten da, den Dr. Krasnick, und der hat auch mal kurz die Halpens, die Painpens getestet, die da im Kurs waren. Jetzt habe ich nur die Daten nicht mehr im Kopf, die er sagt, aber er hat eben auch einen ganz hohen Wert gefunden, der in der Überschalltherapie im Medizinischen eine ganz wichtige Rolle spielt. Und das, er sagte eben auch, das wäre außergewöhnlich, dass so ein Stift das erreichen kann. Das vielleicht nochmal zur Info. Ja, kurz noch dazu eine kleine Anmerkung. Danke vielmals.
Das mit dem Hyperschall, ich bin jetzt im Sinne von Hyperschall eher in Richtung ein Herr Gebensleben oder dergleichen, die haben sich damit beschäftigt, wo ich nicht unbedingt der Meinung bin, dass das was mit Hyperschall zu tun hat, Stichwort auch LEDs. Vielleicht ist es auch etwas anderes, aber das spielt ja keine Rolle, Begrifflichkeit. Die Dinge, die da herausgefunden worden sind, ja auch sehr ehrenwert und auch schätzenswert. Da sollte man nicht drüber hinausgehen, sondern es respektieren. Das tue ich sehr gerne, weil alle Zutaten, die da von allen möglichen Forscherseiten dazukommen, muss ich sagen, werden dieses gesamtheitliche Bild sicherlich noch besser sättigen können. Und deswegen ist die Runde heute, finde ich, klasse, was da heute schon vor mir gesagt wurde. Ich muss gestehen, ich bin gerade ein Seiteneinsteiger, weil ich noch unterwegs war. Ich musste noch ein bisschen schnell Obst besorgen. Naja, so ist das eben im Leben. Florian, hast du vielleicht einen Kontakt zu dieser Münchner Gruppe? Ich höre da zum ersten Mal davon, dass so viele daran arbeiten, und es wird vielleicht auch einige interessieren, die so im Raum München ansässig sind und zuhören, dass man da vielleicht oder die Interessenten da auch in Kontakt bekommen, weil ich weise auch immer darauf hin, dass wir uns möglichst zusammenschließen sollen, also sprich jetzt auch im Rahmen dessen, wo man wohnt, dann einfach auch eine Möglichkeit hat, irgendwo mal hineinzuschauen und mitzuarbeiten. Ja, super Hinweis, natürlich gerne. Absolut kann ich den auch weitergeben. Es gibt in dieser Cache-Gruppe Deutschland, glaube ich, ist so eine Liste rumgegangen, Excel-Tabelle oder dergleichen. Da steht auch dieser Pitz drinnen, der Peter Trommler als solches, und der organisiert oder hat jetzt die letzten Wochen und fast Monate diese Gruppe geleitet und sehr erfolgreich. Da hat jeder seine Magraf und er ist also jetzt auf dem Q6-Level, sage ich mal. Ich bin da eher nicht eingestiegen, weil ich das anders betrachte oder anders herangehe, aber das ist das Schöne. Das ist auch wieder ein Zeichen, dass die Individualität bei Cache eben erlaubt ist und die Resultate anscheinend trotzdem kommen. Also wie gesagt, meine Empfehlung ist da mal nachzugucken. Irgendwo müsste so eine komische Excel-Tabelle herumrauschen und dann findet man den Pit als solches. Also der hat sich da eingetragen, so wie ich auch eingetragen bin im Raum Germering, aber da lassen sich sicherlich die Wege abkürzen. Und Rainer, du hast ja eh seine E-Mail-Adresse vom PIT, ne? Die habe ich, ja. Also was aus meiner Sicht ganz wichtig ist, es gibt ja diverse Kommunikationskanäle, Facebook, Skype und so weiter und so fort. Wir hier bei der Cache Foundation haben uns entschieden für Zoom. Und Zoom kann man so einrichten wie Skype, also das startet automatisch auf dem Computer, das startet automatisch auf dem Handy und damit ist man auch über Zoom erreichbar und kann jederzeit über Zoom sprechen. Insofern, wenn ihr Kontakte habt, die irgendwie da draußen in Anführungsstrichen rumschwirren und noch keinen Zoom haben, ladet ihr einfach ein, sich so einen Zoom-Account zu holen, der kostenlos ist und eben zum Beispiel auch HD-Recording erlaubt. Also dieses Meeting, was wir hier haben, wird in High Definition aufgezeichnet. Okay, deshalb kann man sogar hinterher die Schrift lesen von deinem Profil, Florian. Okay. Das ist kein Problem. Ich habe jetzt nur vergessen, das Mute auszuschalten. Ich wollte eigentlich sagen, na gut, dummerweise Englisch, aber von mir aus kann man das gerne lesen. Ich habe nichts zu verbergen. Im Gegenteil, ich bin der Meinung, so wie in der Universität eigentlich, und dessen sollten sich all diejenigen, die sich Wissenschaftler nämlich bezeichnen und solche Dinge verhindern, sollte alles Open Source sein, also offen gestellt sein, offen diskutiert werden.
Es ging sogar so weit, dass viele von den Kollegen meines Vaters nicht unbedingt erpicht waren, Patente anzumelden. Also in dem Sinne ist da ein Widerspruch derer gegeben, um nochmal so ein bisschen das kritisch zu sehen, die solche Sachen nicht wahrhaben wollen. Da sehe ich auch den Kommentar als ja, nicht berechtigt, aber nachdenkenswert von dir, Peter, dass in der Tat, ja, ich habe es sowieso aufgegeben, die Welt zu verbessern, auch wenn man mir das hin und wieder nachsagt. Sonst würde ich auch heute nicht dabei sein, aber das ist, sage ich mal, das Dankeschön und das Retourgeben des Geschenkes von Cashe, dass wir mit so einer verrückten, aber ich sage Bindestrich verrückt, es ist nämlich nur von einem Standardpunkt etwas verrückt, Material oder Gedankengut umgehen dürfen, auf das wir aufmerksam gemacht wurden. In der Tat, das wird auch immer wieder erzählt, sind diese Technologieansätze ja irgendwo auch bekannt, aber es musste halt mal anscheinend einer zusammenbringen, zusammenfassen und mal einfach ausspucken, damit es so ein Publikum weltweit erwischt. Ja, finde ich klasse und deswegen gehe ich damit auch offen um. Und es soll jeder wissen, was ich da treibe und da soll jeder von profitieren. Vielen Dank, super. Kann ich nur, sprichst mir aus der Seele, mir fehlen da die Worte. Hast, kann ich so voll unterschreiben. Ja, vor kurzem hat man uns ja alle zusammen noch für verrückt gehalten, weil wir uns mit so einem Unsinn wie der Cache-Technologie befassen. Aber das ändert sich so langsam. Du, Rainer, ganz interessant, ja, wenn wir jetzt mal Umwelttechnologien und so, die ja auch sehr wichtig sind und die der Cache ja auch macht und ich sag mal so auch gerade für die sogenannten Drittweltländer überlebenswichtig sind, auch gerade im Moment in China ist Überschwemmung und die Aktion, die er da startet, also das ist einfach, ja, ich kann nur sagen, wunderbar. Wenn wir aber die Anwendung aus der freien Energie, sprich Energie, sprich Weltraumtechnik, wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, diese Technologien sind ja schon lange in der Welt und werden genutzt, allerdings immer nur von gewissen Eliten. Ja, und wir haben jetzt die Möglichkeit, dass jeder oder in kleinen Gruppen oder jeder Einzelne unabhängig werden kann, dass er sozusagen nicht mehr kontrolliert werden kann von diesen Eliten. Das ist ja jetzt das Wichtige. Es geht gar nicht darum, natürlich hat man uns verlacht, aber nicht, weil das eine Technologie ist, die in der Zukunft liegt, sondern weil sie schon längst da ist und man nicht wollte, dass wir auch davon erfahren und sozusagen den Nutzen ziehen, sprich jetzt nicht im materiellen Sinne, sondern dass wir sozusagen dadurch eine Ebene haben, dass wir frei werden können, weil das ist ja gerade jetzt so wichtig, dass wenn wir unseres geistiges, seelisches, wie man das jetzt immer definieren mag, dass wir das leben können, ist jetzt in dieser 3D-Welt, so wie sie jetzt ist, einfach gekoppelt an Gesundheitsthemen, an Energiethemen, an diesen ganzen Themen, die wir haben. Und wenn wir jetzt da eine gewisse Unabhängigkeit erreichen, dann können wir jeder individuell unseren Weg gehen, aber im Sinne dieses Ubuntu-Prinzips. Also zwar individuell, aber trotzdem gemeinsam. Und das ist das Schöne dran, dass das auch vor allem Cashe das runtergebrochen hat in eine Möglichkeit, dass wir nicht mehr in einem Hightech-Labor arbeiten müssen, sondern dass wir mit einfachen Mitteln diese Dinge erreichen können. Ja, also das, ich denke, das muss man unbedingt, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, also ich bin da sehr dankbar für. Ja, also ich sage jetzt einfach mal nur ja dazu und ich finde es auch klasse, dass so von unterschiedlichen Richtungen offensichtlich gewisse Bewegungen hier zusammenfinden, Gedankengut, aber anscheinend gibt es klipp und klar Verzahnungen oder Übereinstimmungen und das würde man, weil ich mit einer Wetterfühligkeitsstudie zu tun hatte von 2012 bis 2014, würde man als interdisziplinäre Forschungsarbeit oder Entwicklungsarbeit bezeichnen. Und das ist möglicherweise genau der Punkt, der wesentlich ist, um so eine Technologie voranzuschrauben, dass man eben nicht nur irgendwo mit einem starren Blickwinkel an so etwas herangeht. Leute, tut mir leid, dass ich hier so plötzlich reinspringe. Ich musste gerade die Tür öffnen, weil
der Besitzer von dem Haus, was ich gerne mieten möchte als zukünftiges Schulungscenter, gerade hier ist und mit mir besprechen möchte, die Konditionen besprechen müsste. Also das Haus ist etwa 500 Meter von meinem Haus entfernt. Das heißt, inmitten von Orangenhainen, Weinbergen, na Berge sind es nicht, aber Weinhaine. Hier wachsen Aprikosen, Pfirsiche, alles. Und das Haus hat 15 Zimmer, 25 Betten. Jedes einzelne Zimmer hat sein eigenes Bad und es gibt auch Kochgelegenheit da. Es gibt aber auch eine Gemeinschaftsküche und es gibt sogar Waschmaschinen, also mehrere Waschmaschinen, also so, wie so ein Waschsalon, sodass da gleichzeitig bis zu 25 Menschen zusammen an der Plasmatechnologie basteln können, mit genügend Land drumherum, dass wir uns plasmatisch ernähren können, von plasmatisch produzierten Früchten und Gemüsen. Und das ist meine Vorstellung von einem Zentrum, einem Cache-Technologiezentrum. Was meint ihr dazu? Geniale Idee. Wenn du auch eine Idee hast, wie man das realisieren kann, sprich, keine Ahnung, finanzieren und so, dann schmeiß das mal in die Runde, dass da vielleicht einfach auch Ideen reinkommen, dass man das tatsächlich realisieren kann. Also ich nehme da das Beispiel von dem Fahrrad auf. Fahrrad macht Seminare in Deutschland und verkauft da Kits für 175 Euro. Die Leute kommen und gehen am Ende von 2 oder 3 Tagen mit ihrer eigenen Magraf nach Hause, die sie derzeit in Italien für 500 Euro bestellen können, plus Steuer, plus Transport. Also die Kosten sind deutlich geringer. Hier kann jemand herkommen, kann sagen, ich mache hier Urlaub. 14 Tage in Spanien, in Valencia, mit einem super Klima. Und am Ende der 14 Tage nehme ich mir einen Koffer voller Magrafs mit. Die habe ich alle selber gebaut in der Zeit. Das Material ist da, die Werkzeuge sind da, alles ist da. Oder ich nehme mir einen Koffer mit Hellspans mit oder einen Koffer mit Hellspatches mit. Also was auch immer ich mir hier bauen will, das Material ist da. Und das wird eine Gemeinschaft sein, wo immer einer da ist, der weiß, wie man Spulen dreht, wo immer einer da ist, der weiß, wie man codet, wo immer einer da ist, der einem zeigen kann, wie man einen Kondensator baut. Also wo immer jemand ist, der einem zeigen kann, was auch immer man wissen will. Und man kann so lange bleiben, wie man will. Super, bin dabei. Also genial. Und finanzieren tun das Ganze die Leute, die verstehen, dass diese Arbeit für den Frieden ist, für den Weltfrieden, für unser aller gemeinsames Ziel, komplett ohne Geld auszukommen und in Frieden miteinander zu leben. Diese Leute werden das finanzieren, die schießen das vor und werden nicht erwarten, etwas zurückzubekommen, weil sie wissen, der Verdienst ist der Friede von uns allen. Ja, Leute, hier gibt es auch, das Haus hat auch einen großen Swimmingpool. Das wird Ganswasser sein. Also das ist, Lourdes ist ein Dreck dagegen. Wir haben unsere eigene Health Unit hier. Also die Leute können hier auch herkommen, wenn sie irgendwelche körperlichen Beschwerden haben und können denen da helfen. Die Leute können herkommen, weil sie einfach nur Urlaub machen wollen und sich mal mit anderen Menschen treffen wollen, die dieselbe Meinung haben, wo sie nicht für verrückt gehalten werden. Und sie können hier zusammenarbeiten. Jetzt noch die Adresse und wir steigen alle in den Bus. Okay, also wie gesagt, der Besitzer von dem Haus ist gerade hier und ich muss mal mit dem die Bedingungen aushandeln. Deshalb möchte ich mich an dieser Stelle entschuldigen, weil ich jetzt
So wichtig für mich das auch ist, mit euch zu sprechen, denke, im Moment ist es wichtiger, dass ich mit dem Besitzer von dem Haus spreche und mir das sichere. Also ich bin mit stärkenden Gedanken und Gefühlen bei dir. Vielen Dank, Peter. Da braucht man nichts dazu sagen. Ich wollte euch noch ganz kurz etwas zeigen. Okay, aber ich bin jetzt erstmal off, für solange ich mit dem Vermieter da spreche, und danach reden wir weiter, wenn wir noch. Okay. Florian, dein Mikrofon knackt unheimlich. Ja? Probier mal beim Stecker, ob der richtig drin steckt. Ich halte mal kurz ab, also es ist nicht sehr angenehm. Ich guck mal. Jetzt ist gut, ja. Florian, es tut mir leid, aber man kann dich jetzt momentan überhaupt nicht hören. Wir sehen, dass deine Lippen sich bewegen, aber wir hören dich nicht. Komisch. Ja, jetzt geht es, ja. Du musst dein Mikrofon aufmachen. Du hast es nicht geöffnet. Auf dem Bildschirm. Hört man mich jetzt? Jetzt hört man dich, ja. Gut, ja, ich denke, da gibt langsam das Mikrofon Geist auf. Das hat lange gedient. Ja, ich höre es wieder scheppern. Das ist leider... Jetzt hört man dich nicht, leider nicht. Nein, man hört dich nicht. Ja. Jetzt vielleicht, ja, jetzt versuche ich das mal kurz so ein bisschen hier in die Landschaft zu halten. Aha. Das sind diese rückgekoppelten Spulensysteme, wo ich praktisch über mehrere Ebenen versuche, etwas aufzubauen, mit dem man praktisch das Feld in sich in einer Rückkopplungsqualität noch weiter aufschaukelt. Und so ähnlich ist das im Auto auch geschehen. Das heißt also, ich wickle gegen den Uhrzeigersinn, wie auch immer. Die einen sagen links drehen, die anderen rechts drehend, die Elektrotechniker links, die wie auch immer rechts drehend. Ich meine damit gravitatorisch. Praktisch ein Spulenelement und ziehe den Draht in der Mitte wieder zurück und wiederhole das. Das heißt, ich muss mehrfach das ineinander wickeln und so eine Spule habe ich als solches ins Auto eingebaut. Zweimal, sprich ein Plus- und Minuspol. Das noch so als kleiner Hinweis und das Ganze mit CO2-Gans und mit besagten Titan. Na? Das so als Hinweis. Eventuell kannst du uns da eine technische Zeichnung machen oder ein Blueprint, wo du uns das dann über die irgendwie zukommen lassen kannst. Technische Zeichnung. Ich habe hier dieses Zoom bislang noch nicht als technischen Zeichnerich benutzt. Wo muss ich denn da hingehen? Ja, nein, ich meine offline vielleicht nur und dann ein Bild oder so teilen. Das zeigen wir dir dann, wie das funktioniert. Okay, ich werde das mal schnell machen, dann kann ich es noch schnell zum Besten geben, okay? Also, ich mache mich mal kurz. Super, ja. Okay, danke. Ja, solange der Rainer mit seinem Vermieter verhandelt, eventuell, ich sehe, der Bastian ist da,
Eventuell kannst du uns heute auch noch etwas erzählen über die Plasma-Arginin. Ja, schönen guten Abend zusammen. Grüß dich, Basti. Ich muss mal eben hier umschalten, einen kleinen Moment, dann bin ich bei euch. So, da bin ich. Ich habe jetzt nicht ganz so viel mitbekommen von dem, was ihr heute alles besprochen habt. Bin auch etwas später dazu gestoßen. Aber es klang auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Das allemal. Und Peter, wir haben noch eine Verabredung. Bastian, ja, zur Info, du hast wahrscheinlich wieder das Raummikrofon an. Nicht das Headset-Mikro. Ah ja, das sollte jetzt besser sein. Jawohl, super. Ja, Bastian, ich bin dann einfach hiernach noch online, dann können wir noch quatschen. Das wäre super. Ja, was gibt's Neues? Wir haben uns jetzt ein bisschen auf uns selbst und auf die Schulung ein bisschen konzentriert, so ein paar Verbesserungsvorschläge noch mit eingereicht. Wir haben jetzt bei uns für die Leute, die jetzt die Akademie selbst durchlaufen, auch eine Sprechstunde mit eingerichtet, weil doch sehr viele Fragen da sind, was uns da auch aufgefallen ist. Ich weiß nicht, wie ihr das so von anderen Workshops oder anderen Seminaren her kennt. Wenn man das Wochenende da ist und die ganzen Leute um sich herum hat, dann hat man so eine unglaubliche Energie, die man mit nach Hause nimmt. Man ist voll aufgeladen und man ist voll im Sein und Tun. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo einen der Alltag wieder einholt. Und wir hatten das bei der einen oder anderen Dame gehabt, die dann mehrere Wochenenden auch hintereinander da war. Da hat sich dieser Flow, will ich mal sagen, eingestellt. Und als dann diese Zeit vorbei war, dann hat es nicht lange gedauert, da war das Umfeld dann wieder stark daran, die Leute wieder zurückzuholen. Und wir hatten jetzt halt gedacht, wenn wir jetzt einmal die Woche dann auch eine Sprechstunde einrichten, wo die Leute ihre Fragen stellen können zu den Schulungen und Co., dass man wirklich spezifisch auf den aktuellen Stand, wo man gerade ist, eingehen kann, so dass man die Leute wirklich begleitet, dann können wir diesen Energieschub, den man bei der ersten Schulung bekommt, aufrechterhalten. Und ich finde, das ist ein Konzept, das sollte vielleicht auch bei anderen Workshops mit eingebaut werden, dass man die Leute an der Stange hält. Und zwar so, dass man sie weiter begleitet. Dass es nicht nur bei diesem einen Wochenend-Workshop oder Schulung bleibt, sondern dass man wirklich gemeinsam wie halt eine neu gegründete Schulklasse halt über die Zeit dann auch begleitet. Was haltet ihr davon? Sehr gut. Ja, schön. Also das ist jetzt so eine Sache, so ein bisschen strukturell, dass wir da noch ein paar Sachen noch anpassen, noch ändern. An der Internetseite wird sich auch jetzt noch ein bisschen was tun. Wir haben jetzt vor kurzem die erste Wahrnehmungsschulung gehabt, wo wir Aura-Sehen gemacht haben, Energiesystemverwaltung, Felderwahrnehmung und Co. Das ist auch sehr gut angekommen. Wir haben sehr schnell Erfolge erzielt bei den Leuten. Das war auch sehr interessant zu sehen. Und wir haben jetzt mit dem Aura-Sehen den Punkt erreicht, dass man die Energiefelder tatsächlich deutlicher sehen kann, in der Hinsicht, dass in dem Bereich, wo wir ein Feld erzeugen, sehr viele kleine Orbs unterwegs sind. Und das kann man sich so vorstellen, also es sah aus wie ein kleines Feuerwerk. Aus kleinen, runden Kügelchen, die am Rand so eine Art Regenbogen hatten. Und die haben wir alle gesehen, nach einer gewissen Zeit der Konzentration, aber exakt nur in diesem Bereich, wo wir die Felder aufgebaut haben. Und das ist halt, man kennt es halt vielleicht von den Videos vom Peter Saarlocher, der hatte ja ganz am Anfang mit Kesche, gab es ja ein paar Videos, wo da irgendwelche Energiebälle rumgeflogen sind.
Und wir haben jetzt halt die Möglichkeit gefunden, wie wir das den Leuten tatsächlich beibringen können, dass man die auch sieht. Und wir werden jetzt dann in den nächsten Wochen schauen, dass wir da die Wahrnehmung ein bisschen mehr vertiefen, als dass man die Felder im Nachhinein vielleicht sogar wirklich vom Rand und vom Kern her betrachten kann. Das wäre natürlich genial, wenn das klappt. Ich hoffe, man hört mich wieder. Darf ich dazu auch was sagen? Finde ich spannend. Thema hat mich schon seit über 20 Jahren begleitet, Aura und Co. Vielleicht sagt die Firma Auramed etwas. Und zwar ist diese Firma Auramed mit einem Biopulsar in der Lage, über Falschfarben und sonstige Messungen an den Meridian-Endpunkten der Hand auch so etwas darzustellen. Und die Frau Grube, die sogenannte Chefin von Auramed, die lehrt einen sowas. Und das Interessante dabei der Sache ist, dass man das jetzt verbunden hat mit der TCM, traditionell chinesische Medizin, und mit diesem Zusammenhang ein Gerät entwickelt hat, seit über 20 Jahren, aber schon seit vielen Jahren im Einsatz steht, womit man über die Handmeridian-Endpunkte à la Akupunktur oder was auch immer, kann man praktisch all das so sichtbar machen, wie wenn man es sehen würde auch. Also die Frau Martina Gruber ist da Ansprechpartnerin für Leute, die was mit Aura zu tun haben wollen. Es gibt noch auch Anmerkungen in einer anderen Richtung, was die Orbs betrifft, aber da halte ich mich jetzt mal zurück. Jedenfalls das mal so als Stichpunkten. Ich habe so ein Messsystem, das ist sauteuer. Ich habe es im Rahmen eines Forschungsprojektes mir jetzt bis dato ausleihen können und ich habe es auch noch hier rumstehen. Man kann also ganz tolle Messungen mitmachen und zwar Sofortreaktionen von Menschen, wie sie auf Homöopathie, wie sie auf was auch immer reagieren, und zwar über 43 Organe, Kopfwerte von Kleinhirn, Großhirn, Schläfe und ich weiß nicht was. Also jede Menge bis zur Pankreas, der Nebenniere, Lymphsystem, was ihr wollt, Mundbereich, absteigender Dickdarm, Knie, Oberarm, Atlas und. Also hochspannend. Und damit, mit diesem Gerät lassen sich natürlich hervorragend alle möglichen Sachen austesten und zwar innerhalb von wenigen Minuten. Ich habe das gemacht, um ein schön Wetterfeld an wetterfühligen Probanden anzuwenden und auszutesten, ob es einen Soforteffekt nach 5 Minuten Einwirkzeit gibt. In Klammern, den gab's. Ja, das ist exakt das, was wir ja auch verfolgen damit. Also wir wollen das den Leuten halt beibringen, weil wir in Zukunft ja dann auch mit den Feldern selbst arbeiten. Und gerade in dem Gesundheitsbereich macht es natürlich Sinn, wenn man in der Lage ist, seine Aura zu betrachten, um dann gezielt dort die Felder anzusetzen, wo es halt auch Sinn macht. Also es geht dann auch exakt so in die Richtung. Finde ich gut, dass du das einwirfst. Also es passt genau, ja. Ja, freut mich immer, wenn ich noch was mitteilen darf. Ich habe jetzt übrigens mal kurz so eine Zeichnung gemacht. Ich weiß nicht, ob das was bringt, was ich hier zeige, aber wir werden es mal probieren. Ich schalte mal nochmal meine Kamera an und jetzt hoffen wir mal, dass das gut geht. Also Stichwort die Zeichnung von dieser rückgekoppelten Spule. Ich habe mir also die Mühe gemacht, 4 Wicklungen zu zeichnen mit unterschiedlichen Farben. Jetzt halte ich es mal da ins Bildchen rein. Ich hoffe, man sieht es. Ich gehe mal ein Stückchen weg. Also der schwarze Pfeil bedeutet, da geht praktisch das Signal rein. À la Gravitationswickelsinn. Ich sage rechtsdrehend, weil ich eben dummerweise Elektrotechnik studiert habe. Da hat man nämlich die rechte Handregel. Oder gegen den Uhrzeigersinn oder wie man es auch immer benennen will. Da gab es ja auch schon genügend Diskussionen. Das heißt, ich mache eine schwarze Wicklung durch und führe den Draht wieder zurück und wickel außen herum dann wieder den Draht in der gleichen Richtung. Und so mache ich das 4-mal. Man sieht also hier in Schwarz, in Grün, in Rot und in Blau. Und dann geht das Ganze irgendwann raus, ein Ausgang. Und so habe ich mir 2 von diesen Systemen gebaut und habe sie dann zugespachtelt und dicht gestopft mit dem besagten Ganzmix.
passten Kram, also reingeschoben, rein, immer wieder gewässert und hinterher geschoben und bis mal wirklich das Ding gestanden ist. Also das ist nach meiner Meinung auch eine wunderbare Möglichkeit, die Effizienz vielleicht von dem System nochmal zu verstärken. Ich hoffe, ihr seht es und könnt es verstehen, was ich da etwas kryptisch gemalt habe mit den vier Spulenwicklungen aufeinander sitzend. Ist es insgesamt ein Draht, Florian, oder sind es immer mehrere Spulen, die einfach übereinander und dann durchgeschoben werden? Oder? Das ist ein Draht, Thomas, ein Draht. Ohne abgeschnitten zu sein, ja? Ja, genau. Im Prinzip ja. Du kannst es natürlich auch aneinander machen mit dem, bis wie bei Magraf halt auch, dass du das dann nur so nach innen rein knickst und wieder was dranhängst. Also so eine, wie soll ich das nennen, so eine Haarschlaufe, damit die Energie nicht abhaut. Ne? Du kannst auch mehrere Drähte nehmen, wenn du irgendwo die Finger wund gewürgt hast mit dem Wickeln. Aber im Prinzip wäre es ein Ding, aber du kannst auch mehrere nehmen und das aneinander hängen, ne? In Klammern gehen. Okay, das heißt, der eine ist dann linksrum, der andere rechtsrum gewickelt, jeweils am Plus und Minus, oder sind die alle beide gleich gewickelt? Also links oder rechtsrum? Also was ich gemacht habe, ist, dass ich natürlich mich nach der Plus-Minus-Regel beim PKW wieder links herum wickelnd auf Magraf-mäßig gravitatorisch gewickelt auf den Minuspol und magnetisch gewickelt auf den Pluspol mich bewegt habe. So ist es dann da gewickelt. Ne? Verständlich oder ist es irgendwie schlecht? Soweit ist es schon verständlich. Allerdings, wo genau hast du diese zwei Spulen in Einsatz gebracht? Wo hast du die rangeklebt? Hast du den Takt reingetan? Oder wie hast du sie in Verbindung gebracht? Also normalerweise macht man es ja so, die Ureinrichtung, so wie es ja auch Salocher vor vielen Monaten gezeigt hat im Oktober, November in seinen Videos, dass man die Wicklungen eben Minuspol gravitatorisch drehsen und Pluspol magnetischer drehsen, dass man da sich so einen Teil bastelt und dann kommt der Ventilator und die Ganzkugel und so weiter. Und ich habe dieses System, was ich an Zigarettenanzünder angeschlossen habe, einfach erweitert, dass zunächst mal der Draht nach einem Zigarettenanzünder habe ich also diese Wicklung gemacht als solches. Das war mir dann zu wenig und dann habe ich eben mit dieser Vierfach-Aufeinanderwicklung mit Rückkopplung und Beganzung ganz passte das Ganze erweitert. Das heißt also im Prinzip habe ich da mein rotierendes Ganz und davor, bevor die Energie oder die Spannung den Ventilator nach Bedini im Übrigen, Bedini ist da auch noch ein interessantes Stichwörtchen, Bedini-Schaltung, Bedini-Wicklungen, da habe ich auch eine ganze Menge rumgemacht, auch was zum Besten schon gegeben gehabt, ist publiziert, lange Rede, kurzer Sinn, so muss es halt aufgebaut werden. Zigarettenanzünder, so betreibe ich es jedenfalls, ob es sein muss, kann jeder entscheiden, ich mache es jedenfalls so. Dann den Draht vom Plus und Minus, wie gesagt, Spule angeschlossen, durchgeführt, hinten raus und dann geht es hin zu diesem Ventilator oder man kann sich ja noch ein paar Dinge mehr einfallen lassen. Ich habe zum Beispiel noch die besagte Tornado-Spule angeschlossen, die praktisch sowas wie diese Caps ersetzt, also Kapazitäten oder Kondensatoren oder wie man es bezeichnen will. Da steckt eine ganze Menge Verrücktes miteinander drinnen, weil ich eben der Meinung war, dass das Ding wie eine Flächenantenne arbeiten sollte, um möglichst viel Plasma einzufangen. Das war so meine Idee und anscheinend funktioniert es, wie auch immer. Also learning by doing oder rumexperimentiert und anscheinend kam was bei raus. Ja, super. Finde ich eine tolle Idee. Speziell dann, wenn die Mitglieder selbst kreativ gehen, beziehungsweise auf ihr inneres
oder höhere selbst zurückgreifen. Ah, das fühlt sich gut an. Ja, probiert man es einmal aus. Gell. Ich gehe doch relativ schmerzfrei heran. Gell. Und wenn man dann solche Resultate hat, finde ich super. Also, Dankeschön nochmal. Gell. Eventuell das, was mir aufgefallen ist, und zwar, du hast gesagt, du hast das mit ganz zugekleistert. Und zwar, also mein Verständnis für Plasmaphysik oder ist eigentlich, dass eine von den entscheidenden Faktoren, wie freies Plasma generiert werden kann, dass man diese über die Nanoschichten bekommt. Und zwar, da bekommt man, je nachdem, was für welches Coating-Verfahren das man verwendet, ob man jetzt mit Feuer coatet oder ob man eben mit der NaOH-Methode über die Kaustik-Methode den Kupferdraht coatet. Und wenn da jetzt zum Beispiel diese Bohren, weil wir wissen, wir haben eine Aufnahme oder schon mehrfach eine Aufnahme gesehen und dann rast der Elektronenmikroskop, dass zum Beispiel diese Nanoschichten da zwischen NaOH und der Feuermethode, dass die unterschiedlich ausschauen und dass zum Beispiel genau diese bei der Feuermethode schaut das nämlich so aus, so wie wenn da irrsinnig viele winzig feine kleine Nadeln vorhanden sind. Und wenn ich da jetzt mit einer Ganzbaste oder eben mit Gas in Nanostate bis mikrofeine Partikel da einbringe, dass ich das eventuell da sehr, sehr viele dieser sogenannten Gaps, die was eigentlich erwünscht sind, vielleicht zukleistere. Eventuell da würde ich persönlich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass dieses System, so wie du es aufgebaut hast, mit Liquid Plasma beziehungsweise mit den Ganzwassern von diesen Ganzsorten vielleicht sogar noch um eine ganze Spur effektiver wäre. Wäre nur ein Vorschlag von mir. Ja, gut. Nicht umsonst habe ich ja jetzt auch als, ich sag jetzt mal, Health Pens oder so, ja auch schon so Dinge mir gemacht, auch nach Lust und Laune. Für mich ist das manchmal am Abend, wenn ich den Tag rumgerödelt habe und gearbeitet und ge-emailt und ich weiß nicht was und mein Kopf total leer ist, dann gehe ich sozusagen in eine quasi manuelle Cache-Meditation und drehe einfach irgendwas rum und dann kommt es, wie ich das bezeichne, die NaOH. Methode heißt bei mir die Stinkebrühe, die dann was Schönes Schwarzes produziert. Siehe hier, also wie gesagt, ich halte es mal hinter ein weißes Stück Papier. Also wenn das nicht schwarz ist, jetzt muss ich mal gucken, dass ich ins Bild komme, dann heiße ich Emil. Also das Zeug ist, ich tauche das öfters in meine Brühe ein. Dauert meistens einen Tag. Die Sonne hilft wie üblich gut mit. Etwas Wärme und dann schaut das alles super genial aus. Ich habe dann auch sowas mir gebastelt. Das ist im Übrigen auch mit Rückführung. Also es ist ein Stück Draht. Ist ja auch schon öfters gezeigt worden. Geht auch in eine Richtung, schießt da raus. Ich habe es jetzt an der Ecke festgehalten, wo der Draht nackt ist, weil ich vorhabe, das auch noch irgendwo einzubauen, wo dann praktisch das gekotete Kupfer langsam in das System übergeht. Vielleicht schmeiße ich das auch in eine Steckdose rein, um eben meine Wohnung weiterhin noch mehr mit diesem ganzen wunderbaren nanogekoteten Spulen zu versehen, um die Schwingung hier praktisch noch weiter anzuheben. Bravo. Perfekt, ja. Also viele Wege führen nach oben. Ja. Ich sage nur toll, danke. Liebend gerne geschehen, weil das ist für mich, wie gesagt, ich mache es gerne, sonst hätte ich mich heute nicht hier eingeklinkt und was zum Besten gegeben, weil das überfällig ist, da hat der Rainer durchaus recht. Aber ich manchmal muss ich wie mit einem Kind
ob meine Firmengründungen oder irgendwas, muss man schwanger gehen und dann hat man halt irgendwann die Reife, das weiterzugeben und heute war es einfach fällig. Super. Also ich kann nur hoffen, dass wir dich in den zukünftigen Schulungen dienstags oder donnerstags oder am besten an beiden Tagen regelmäßig wieder begrüßen dürfen können. Nach Möglichkeit gerne. Nächste Woche schaut es bei mir zwar ein bisschen schlecht aus, weil ich da zu diesen E-Smoke-Neutralisierungsdingen einen sogenannten Drehtermin habe. Also es wird ins Fernsehen gehen, das Ganze, weil die Leute sollen wissen, dass Elektrosmog nicht gleich Elektrosmog ist und dass die elektromagnetischen Felder ein Ding sind, aber das, was wirkt, nicht nur das ist, was wir glauben im Sinne von Feldstärke, Frequenz und Modulation in Verbindung zu bringen ist, sondern möglicherweise noch ein Stückchen mehr. Da könnte ich auch noch was sagen, aber vielleicht verweise ich auf meinen Movie. Ich habe den Zoom-Chat mit ein paar Links und Hinweisen versehen, inklusive auch die Adresse, E-Mail-Adresse von dem PIT bekannt gegeben. Also wer sich da schlau machen will, findet ein paar Hinweise auch von meiner Seite, die ich parallel zu dieser Session hier auf den Weg gegeben habe. Eventuell kannst du die URL dann von deiner Webseite nochmal in den Chat reinschreiben. Ja. Eine weitere Frage ist nämlich unter Question and Answer aufgetaucht, ob du eventuell auch von der Tornadospule eine Skizze machen kannst. Ja, das ist jetzt eigentlich gar nicht so fürchterlich schwer. Stellt euch einfach vor, wie bei einer Vorgabe einer Pyramide, das, was ich euch jetzt aufgezeigt habe, dass das hier in also der Richtung... Eine trichterförmige Spule, oder? Richtig, genau. Die trichterförmige Spule praktisch mit mehreren Wicklungen zugedreht wird. Und ich sage euch Folgendes, das ist sowas von sauschwer, weil dieses nicht bearbeitete Kupfermaterial, das wird erst im Nachhinein gekotet, das ist, das rutscht permanent weg. Ich musste also mit irgendwelchen Teppich-Renovierbändern das wieder festkleben, damit mir das nicht abhaut von der Oberfläche. Ich hole mal kurz diese Holzvorgabe, dann wisst ihr, was da zu tun ist. Ich klinke mich mal schnell aus. Okay. Ja, Peter, hättest du noch was zur Seele zu sagen? Ja, das wird mich sehr unfair. Stell doch mal die Frage. Peter, Entschuldigung, dein Mikrofon rauscht extrem. Du bist ganz schwer zu verstehen. Besser? Nicht wirklich. Ich steck mal meine Netze raus, dann funktioniert es vielleicht. Florian, du musst dein Mikrofon aufmachen. Überbrücke mal ganz kurz und zeige das Ding. Das wurde also von einem Schreinermenschen, einem Meister, aus sehr hartem Holz gedrechselt. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, das ist also, ich kann es auch auf den Kopf stellen, dann kann sich jeder vorstellen, wie ein Tornado ausschaut. Ich winkel es mal ein bisschen an. Und so ist das Ding in mehreren Schichten übereinander gewickelt worden. Und der Rainer weiß, wenn man da nicht aufpasst beim Koten, und zwar mit so einem schönen Bunsenbrennerteil, wo man dann da, wenn man jetzt sich das als Spule vorstellt, was dann etwas dicker ist, wenn man die Schichten übereinander legt, und ich habe diese Dinger dann aufgehängt, so, dieses Spulensystem, und habe dann von unten mit dem
Brennerteil reingehalten und da gab es nach meiner Meinung eine Plasmaexplosion beim Koten, weil mir ist das Kupfer weggeschmolzen da drinnen. Also die erste ist mir hops gegangen. Was das zu sagen hat, ja, ich lasse es mal so stehen. Ich sage nur Vorsicht, weil das Zeug fängt dann irgendwann das Kochen an. Wenn man mit dem heißen Gasbrennerich da unten reinhält, weil da unten, hier unten ist ja dann offen bei der Spule, ne? Und da hält man dann das Feuer rein und wenn das da innen reingeht, ja, dann schmilzt Kupfer. Das wollte ja, ich nur sagen. Das wollte ich gerade sagen. Und zwar durch diese Bauform oder so kann ich mir vorstellen, oder, dass du wirklich eine Mini-Tornado da innerhalb geschaffen hast, indem dass du ein Temperaturgefälle, also einen Temperaturunterschied zwischen außen und innen geschaffen hast, wenn du da von auf der Unterseite auf den kleinsten Punkt zum Nanokoten anfängst. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sich da die Temperatur hochgeschaukelt hat und Kupfer, das haben wir ja genauso gemerkt, wenn man Kupfer zum Beispiel nicht perfekt oder gut verbindet, auch bei den nanobeschichteten Stellen und dort ein Funken drüber springt, also das reißt also 1 bis 2 Millimeter große Löcher überhaupt in die Kupferspule oder in den Kupferdraht rein. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das Interessante war, ich habe das Gott sei Dank draußen auf dem Balkon hier gemacht, dass es dann ja eine richtige Erleuchtung da drin gegeben hat. Und das habe ich mir nicht eingebildet und bin jetzt hier auf Bayerisch gesagt der Gescheithaferl und ein Wichtigtour, sondern es ist einfach so. Das hat sich ereignet. Es gab dann richtig eine Explosion da drin, eine kleine. Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Und du brauchst da keine Sorge halten, keine Sorgen machen. Da holt dich niemand dafür für einen durchgeknallt oder sonst irgendwo was. Weil wir sind selbst durchgeknallt, wenn es jemand so bezeichnen kann. Ja. Von dessen brauchst du da überhaupt keine Gedanken mehr machen. Ja. Entschuldigung, ich weiß jetzt nicht, was da für mich war. Meine Tochter hat mich gerade angerufen. Tut mir leid, ich habe jetzt die letzten 60 Sekunden nichts mitbekommen. Entschuldigung. Nein, kein Problem. Ich hab nur gesagt, da macht er keine Gedanken. Wenn du solche Meldungen machst, oder die was momentan physikalisch vielleicht nicht erklärbar sind. Also wir haben selber unsere Wunder. Jeder, der was in dieser Magraf-Technik arbeitet, hat schon seine eigenen Wunder erlebt. Gell? Also, so wie ich momentan, also ich komme aus dem Grinsen momentan überhaupt nicht raus, wenn ich sehe, welche Möglichkeiten, dass wir über die Healing Station, dass wir da bekommen haben. Gell? Und zwar, ich habe mittlerweile 2 kleine Healing Station habe ich gebaut, gell? Aber ich muss ehrlich sagen, allein die Möglichkeit, was wir da haben, dass wir eigentlich eine Healing Station gar nicht mehr bauen können, sondern dass wir den feinstofflichen Körper von jemandem in eine Healing Station rein visualisieren können und dass so eine momentane Spontanheilung eintritt. Und da sage ich einmal, wow, also da sind wir definitiv auf einem neuen Level von der Plasmatechnologie angelangt. Weil der Rainer ist jetzt momentan gerade unterwegs, aber der wird das bestätigen können. Ja. Der Rainer hat vor gut 3 Wochen einen schweren Unfall gehabt, der ist ins Feuer reingestürzt und hat sich beide Hände massiv bis zum 3. Grad bei der rechten Hand verbrannt. Ja. Und wenn man heute wieder schaut, oder wie weit das seine Hände erstens einmal wieder instand gesetzt sind und was allein diese Feldwirkung Bobby in die Helix Station aktuell, wie das passiert ist. Er hat höllische Schmerzen gehabt und wir haben, da waren nur 5 oder 6 Leute, das war kurz nach Mitternacht,
waren online, die was, das dann mitbekommen haben. Und wir haben ihn virtuell reingestellt oder seinen feinstofflichen Körper in die Healing Station. Der sagt, hey, wow, Leute, was macht ihr da? Also binnen Sekunden sind seine Schmerzen verschwunden gewesen. Und diese Experimente habe ich dann in weiterer Folge dann ausgeweitet, auch auf andere Personen. Und das hat bei jedem noch bis binnen Sekunden hat das gewirkt. Und deswegen sage ich, wenn wir uns mit dieser Thematik einmal beschäftigen, was, welche Möglichkeiten, was wir eigentlich über unser Gehirn haben, und man weiß, oder dass jeder Gedanke, jedes Wort, jede Tat eine Form von Energie ist und die sofort in Nullzeit übertragen werden kann, sogar über ganze Universen, da betritt man definitiv ein komplett neues Spielfeld, wo ich sage, wow, da geht wirklich die Post ab. Eventuell, Bastian, kannst du uns da über diese Möglichkeiten eventuell auch was erzählen. Oder Peter wäre auch prädestiniert dafür. Darf ich ganz schnell was einwerfen? Das passt super. Stichwort Radionik. Es gibt Leute, die das praktizieren. Ich habe es schon mitbekommen, auch an meinem eigenen Leib. Man nehme ein Stück Haar irgendwo hingeschickt und der stellt irgendwelche komischen Dinge ein, Frequenzen, Drehrädchen, Impedanzen, dies oder jenes. Und das funktioniert genauso. Und das ist nach meiner Meinung in dieser feinen Heilqualität und Wirkungsqualität vielleicht vergleichbar. Und Radionik ist in dem Sinne eher fast schon anerkannt und besser genutzt weltweit als solches. Wollte ich nur mal kurz einfügen. Ja, ich kenne das. Da bin ich auch in so einem komischen Beirat drinnen, die praktizieren das. Ja, ich sage, das sind, so wie der Peter, bei einer von den ersten Aussagen, die was er getätigt hat, der hat gesagt, wie er auf die Keshi-Technologie gestoßen ist, das ist genau das, was er in den letzten 20, 30 Jahren gelernt hat, nur halt mit unterschiedlichen Begriffen. Der Scholli sagt genau das Gleiche, das ist auch seine Erkenntnisse gewesen, ja, nur verwendet halt jeder einen anderen Fachbegriff für diese, für meines Erachtens nach gleiche Thematik. Ja, also das kannst du über Felder aussagen, oder Feldtherapie, du kannst Radionik dazu nennen, du kannst Fernübertragung, du kannst, also das, wie man das eigentlich nennt, gell, aber ich sage einmal, das Wirkprinzip oder die Funktionsweise wird alles die gleiche sein. Ja, gleicher Meinung bin ich absolut. Brauche ich nicht viel dazu sagen. Passt. Eventuell, Peter, kannst du auch... Achso, ja, du hast Probleme mit dem Mikrofon. Ja. Jetzt müsste es eigentlich wieder gehen, oder? Ja, geht wunderbar. Jawohl. Gut. Ja, ich mache es jetzt nicht über das Headset, sondern über den... Computer-Lautsprecher, Mikrofon. Ja, sag nochmal die Frage, ich war gerade ein bisschen unkonzentriert. Ja, eventuell über Fernwirkung, über die Felder, über das Visualisieren, was wir letztens besprochen haben. Ah ja, also meine Beobachtung dazu ist, weil auch gerade Radionik angesprochen wurde, das mit den Healing Stations oder sagen wir mal so, es sind jetzt neue Healing-Technologien in der Welt, was jetzt über Cache-Technologie funktioniert und egal mal was es ist, meine Feststellung ist, dass es geht schneller und unmittelbarer. Das kann jetzt einfach eine Interpretation von mir sein, bin mir da noch nicht so ganz sicher, aber das, weil ich habe ein bisschen Erfahrung mit Radionik und anderen Systemen und meine jetzt, dass in dem Moment, wo schon die Absicht da ist oder der Gedanke da ist, das schon spürbarer, energetisch spürbarer umgesetzt ist oder in die Welt kommt, während man bei der Radionik ja immer auch noch ein paar Geräte braucht, die aber nicht selbst als Geräte funktionieren, sondern damit man sich quasi einloggen kann, weiß nicht, wie man das sonst ausdrücken soll, und dass sich auch was kraftwirksam umsetzt. Ich denke, diese
Grenze, die wir bisher immer hatten, dass es immer auch eine Zeit dauerte und eine gewisse, wie man das jetzt je nach System auch gemacht hat, Feldwirkung oder etwas eingesetzt hat, sei es eben sehr feinstofflich, sehr subtil oder auch mit Hilfe von technischen Systemen, das ist jetzt immer weniger nötig, so ist meine Erfahrung. Also es geht unmittelbarer, schneller, aber trotzdem schon stärker in der Materie wahrnehmbarer. Das kann an der Technologie liegen, kann an der neuen Zeit liegen, weil ja viele, die hellspürig, hellsichtig sind, ja auch sagen, dass sich kosmologisch sehr viel geändert hat, was Materie betrifft. Früher scheint es so gewesen zu sein, dass das Reaktionsverhalten der Materie-Materie-Zustand, jetzt mit Kesche gesprochen, dass es einfach ein bisschen träger war und dass sich da jetzt was geändert hat. Meine Interpretation dazu ist auch, dass das Bewusstsein der Menschen sich auch verändert hat und dass das eben die große Rolle spielt. Also meine Erfahrung war, auch noch ganz kurz, da hatten wir hier im Chat irgendwas, ich weiß es gar nicht mehr, da habe ich was gepostet und da hattest du, Joe, gesagt, komm, wir visualisieren den Peter jetzt in die Healing Station, und du hattest es kaum, also bevor es sozusagen hier schriftlich niederging, hatte ich schon gespürt. Und das ist nach meinen Erfahrungen, weil ich mit vielen Jahren mit solchen Systemen ja unterwegs bin, wie Orgon und Radionik, alles so auf experimentellem Rahmen, war mir das doch recht neu. Also so schnell und kaum denkt man dran, also die Absicht ist kaum da, dann setze ich das schon um. Also das scheint mir jetzt doch eine ganz neue Qualität zu sein. Guten Abend, das ist der Ananta. Ich möchte noch eine kleine Anmerkung machen zum ganzen Fernheilen und überhaupt anderen Menschen dienen. Die Grundregel vom Helfen ist ja, dass der andere das wünscht. Also wenn jetzt jemand in Not ist, muss man trotzdem irgendwie geistig versuchen, Kontakt aufzunehmen und zu schauen, ob diese Seele bereit ist, dass ihr geholfen wird. Also man kann eigentlich niemanden dazu verurteilen und so, sondern man muss zuerst dieses Erbitten von der Gegenseite wahrnehmen und dann kann man helfen. Ja, Ananda, stimme ich dir zu. Noch vielleicht kurz eingeworfen. Mein Eindruck ist, früher war das auch noch so, dass die Ich-Persönlichkeit mit einer Rolle gespielt hat, im Sinne von, dass man denjenigen auch noch ausdrücklich gefragt hat und er dann ausdrücklich mit seinem, wie soll man das sagen, Tages-Alltagsbewusstsein zugestimmt hat. Und mein Eindruck ist, dass jetzt inzwischen das so ist, dass das mehr schon auf Seelenebene geht. Das heißt, die eine Seele, die helfen möchte, kommuniziert schon direkt mit der Seele, die Hilfe braucht, und die gibt quasi ihr okay oder ihr nicht okay. Also die Frage ist inzwischen vielmehr, ist es im Seelenplan oder nicht? Aber der ganze Rest, dieser ganze Alltagsmist und Ego-Scheiß, Entschuldigung mit der Fäkalsprache, aber das kann man an der Stelle wirklich so sagen, der spielt nicht mehr so die Rolle, das steht nicht mehr so im Vordergrund. Ist die Seele bereit, können die Dinge geschehen? Das scheint mir jetzt sehr, sehr stark sich Bahn zu brechen. Ja, das ist so. Wir sagen ja, dass der Letzte, dem wir jetzt überhaupt nicht zutrauen, dass der sich verwandelt, der ist plötzlich der Retter für uns alle. Also jeder hat das Potenzial in sich. Aber ich habe einfach in meiner langen Karriere festgestellt, dass es sehr diffizil ist, anderen Menschen zu helfen. Und man muss wirklich irgendwie fühlen, dass die offen sind und das jetzt für sie stimmt. Ja, das passt. Vielleicht noch kurz die Situation. Ich finde inzwischen, gerade auch mit der Cache-Technologie, können wir unser Ich da hinausnehmen und auch unsere Absichten. Wir müssen gar nicht mehr mit unserem Bewusstsein schauen, auch die Richtungen, die das einschlagen soll, oder unsere Vorstellungen von Heilung oder welchen Weg das gehen soll, sondern es reicht einfach der Impuls und man kann sich selbst ganz, ganz da zurücknehmen. Der Impuls reicht, die Seele macht es, und der, der es annehmen oder benötigt, der bekommt es, oder eben nicht, wenn die Seele es nicht mag. Ja, ich habe auch das volle Vertrauen, dass sich das irgendwie findet. Das ist schon so. Ja, ich glaube, man kommt immer mehr weg von der Materie. Ich wollte auch mal was sagen, das habe ich nur kurz erwähnt mal. Ich habe ja auch so eine spezielle Heilstation geschenkt bekommen. Und ich darf zwar die Bilder nicht veröffentlichen, aber ich kann mal wirklich sagen, das ist komplett ohne jegliche Spulen.
und ich habe das Ding transportiert auf dem Weg nach Hause. Und es war direkt auf dem Beifahrersitz, auf dem Boden zum Fahrersitz gelegen. Und ich habe gedacht, was zwickt mich da im linken Fuß wie eine Nadel? Und da ging ein Kribbeln hoch bis zum Kopf. Also der ganze Körper hat während der halben Fahrt wirklich gekribbelt. Aber so im positiven Sinn, ja. Und meine Mutter hat es halt während der Meditation ausprobiert, hat ihre Füße da reingehalten. Und wie sie sagt, ich verstehe es zwar noch nicht ganz, sie würde über ihr drittes Auge ein helles Licht sehen. So hat es mir gesagt, weil die meditiert ja auch jeden Tag. Also ich habe, wenn ich die Hand in die Healing Station reinhalte, dann fängt es nach Sekunden an, sehr stark zu kribbeln, geht dann in den Arm bis in den Schulter hoch. Also sowas Starkes und sowas Schnelles habe ich noch nie erlebt. Und du hast keine Spulen, ne? Habe ich richtig verstanden? Es sind keine Spulen drin. Hat aber was mit Ganz zu tun und was mit bestimmten Ausrichtungen von bestimmten, ja, ich sag mal Symbolen. Aber wenn ich eine Freigabe kriege, dann, das ist noch nicht freigegeben, zumindest die Bilder, ich darf zwar darüber berichten, aber wenn ich die Freigabe bekomme, werde ich das natürlich gerne zeigen. Es ist momentan eine neue in Entwicklung, die sehr, sehr, sehr viel stärker ist und lasst euch überraschen. Es wird sehr interessant. Von wem brauchst du da eine Freigabe? Ja, von der Person, die das entwickelt hat, von den Wissenschaftlern, sage ich einfach mal. Ja, aber das Wissen ist doch frei, das wissen die Wissenschaftler doch. Die haben ja, es ist aber gegeben. Etwas, was noch nicht ganz abgeschlossen ist. Aber ich werde die irgendwann bekommen, nahe Zukunft, und ich werde dann das zeigen. Nur wenn ich was verspreche, muss ich es auch halten. Ganz klar. Ja, andererseits, wenn jetzt noch irgendwelche Fragen sind von den Teilnehmern oder so, bitte ich, die was in der Viewersliste sind, wenn sie irgendwelche Fragen noch an unsere Experten da haben, bitte mit Reishand sich melden. Ansonsten, wenn keine weiteren Fragen mehr sind oder so, würde ich dann gerne die Sitzung für heute beschließen. Weil wir haben eh schon eine Viertelstunde drüber über der normalen Zeit. Ich hätte noch eine Frage an den Florian, den Link zu seiner Seite, wo man das Video findet, wo er das mit dem Auto gemacht hat. Das würde mich interessieren. Vielleicht kann er das in den Chatfenster reinschreiben. Ich habe es im Chat gerade noch mal reingegeben. Keine Frage, gerne, natürlich. Da gibt es den Unterlink News und dort habe ich den Vortrag benannt. Dort ist der Link zu den Aufzeichnenden der Schweizer, ist auch eine sehr offene Dame, die sich allen möglichen Themen widmet. Die hat die Aufzeichnung dort bei dem Kongress in Zürich am 18.06. gemacht. Florian, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, schau mal, ob du diesen Link nicht privat bei mir, du musst auf Everyone gehen. Schau mal, ob das richtig ist, weil ich habe ja immer privat stehen und habe den Link nochmal bekommen. Ach so, ja, gut, dann werde ich das nochmal kopieren, entschuldige, das, ja, ich bin hier noch nicht so irgendwie, ja, wie schalte ich jetzt das auf? Du gehst auf das blaue Feld und da gehst du dann auf Everyone, der ist ganz oben. Ich habe es jetzt kopiert und nochmal gepostet, guck mal, ob es jetzt da ist. Ja, gut. Also auf jeden Fall ist es da. Okay, ja. Ich weiß zwar immer noch nicht. Pop-up. Nee, also ich sehe jetzt keine. Aber es ist jetzt Gott sei Dank mal draußen. Und da ist irgendein Link oder auch nicht. Ja, es ist auf jeden Fall da. Die Webseite bietet jede Menge und führt einen überall und nirgends hin. Und deswegen viel Vergnügen, kann ich nur sagen. Okay, passt. Ja, passt, der Link ist da. Ich sage, inzwischen, es ist zwar noch eine Frage da aufgetaucht, ob jemand was über den Schutzfeldgenerator sagen kann. Ja, es Themen gibt es jetzt noch mehr oder weniger und speziell das Thema Schutzfeldgenerator ist, sage ich mal, ein ziemlich umfangreiches Artikel, den was ich da
nicht mehr heute machen würde, sondern das würde ich nachher gerne mal in einer der nächsten Schulungen oder so vorbereiten, eventuell. Warten wir da ab, bis der Peter Salocher wieder bei der Schulung dabei ist, weil der ist meines Erachtens prädestiniert für diese Thematik. Wenn sonst keine kleinen Fragen mehr sind oder so, würde ich die Sitzung beenden und wünsche alle einen wunderschönen und würde ich die Sitzung beenden jetzt und wenn sonst keine weiteren Fragen sind, dann wünsche ich allen einen wunderschönen guten Abend und würde sagen, wir treffen uns am Donnerstag um 19.30 Uhr mit der gleichen ID wieder. Ich wünsche auch einen schönen Abend. Alles Gute euch. Wunderbar, vielen Dank, schönen Abend. Nochmal einen recht herzlichen Dank an die Vortragenden. Florian, Thomas, ja, und die restlichen. Danke nochmal, es hat mir auch viel Spaß gemacht. Reiche ich gerne 1:1 zurück. Danke sehr.